Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zum Press of the Wildnis, Alter, wo wir heute Schreine, Markers, den einen oder anderen, weil wir haben nämlich ganz viele Schreine-Marker und die müssen und wollen zwingend abgeklappert werden. Ich weiß gar nicht, wo der erste ist. Warte mal, wir haben irgendwas Grünes hier direkt vor der Tür. Haben wir das nicht schon gemacht? Nee, haben wir nicht. Wusste ich. Aber Moment, das war das mit dem Herz, von dem ich nicht mehr wusste, wie es funktioniert. Ich wollte nachgucken, wie es funktioniert, hab's aber dann vergessen. Ja, das ist ja mal was, also komplett Neues. Wir gehen dann halt mal. Moment, was, wie gehen? Was willst du denn von mir? Bin ganz müde. Das ist nicht mein Problem. Aber warum hat die da einen roten Punkt auf ihrem Kopf? Ich dachte, die will lustige Sachen mir erzählen. Die will mir bestimmt nur lustige Sachen erzählen, wenn Tag ist. Hallo, ich bin Juno und ich erzähle nur, wenn hell ist, weil wir Juno sind und so. Wir können ja warten. Wir können ja warten in der Hoffnung, dass wir Juno dann irgendwo finden. Das ist das, was wir dann, das, was wir tun könnten, womöglich. Also, Mahlzeit. Heute mit extra Küsschen. Mhm. Weil wir so, weißt du? Weil wir so freundlich sind. Mal gucken, wo Juno dann jetzt rumtanzt. Wo befindet sich Juno denn ansonsten so? Ich weiß es nicht, ich habe keine verdammte Ahnung. Aber wir werden Juno wahrscheinlich irgendwann ausfindig machen. Das ist das, was wir tun werden. Bestenfalls. Also nicht. Und dann, gut, wenn ich jetzt den nicht finde, dann gehe ich wieder. Dann ziehen wir von da. Warte mal, pass mal auf. Wir machen die Markierung jetzt weg. Wir heben uns das für später auf. Wir machen daraus wieder. Die komischen Kristalle habe ich gemacht, ne? So. Dann markieren wir uns andere Dingers, wie zum Beispiel dieses wundervolle Ding hier. Und man könnte jetzt argumentieren, das hätte man vorher machen können, aber das ist ja Quatsch. Wir sind ja nicht bei Profis. Wir sind ja hier bei absoluten Amateuren, bei blutigen, gottverdammten Amateuren. Und deswegen werden wir das hier so abklappern. Also, pass mal auf, wir fangen mit dem gelben an und der ist da. Es könnte von hier aus gut funktionieren, darüber zu kommen. Ich weiß nicht mehr, ob der oben oder unten ist, der Schrein. Wir spekulieren mal einfach drauf, dass er oben ist und gehen hier hin. So, guck. Pommes gibt's. Ja, Mahlzeit auch, Alter. Mahlzeit und dann, ja, noch mehr. Kurz ist das beste Format überhaupt, das auch in der Tat auf ZDF laufen könnte, im Grunde genommen. Also, das ist nah dran, habe ich mir sagen lassen. Also, ist auch vom Kleidungsstil her ziemlich nah dran an dem Wetten-Das-Moderator ehemaliger Tage. Also, das ja, aber fantastisch, oder? Wir müssen, also, wenn wir dann jetzt dahergehen könnten und womöglich so ein bisschen Richtung Gottschalk uns kleiden könnten. Also das hätte ja schon Stil. Schlechten zwar, aber es hätte Stil. Ja. Stadler, grüß dich. warte mal, ist das hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das ist dann da, aber da ist nichts. Das ist problematisch. Ich sehe nichts, es ist grausam. Genau, wenn ich nicht mindestens 50 Mal sterbe, dann hack ich. Das ist vollkommen klar. Selbst im Breath of the Wild kann man das schon mal hinkriegen. Das ist ein Schrein in der Nähe. Also ist ja schon mal soweit quasi alles richtig. Das ist so schon mal nicht so verkehrt. Mir schwant allerdings das Böses aufgrund der Tatsache, dass dieser Schrein schon mal irgendwo ist, wo sonst nichts ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein schwieriger Schrein sein. Hashtag 50 Mal sterben. Einfach in der Grube, ja. So einer bist du. Ja, das ist jetzt. Das ist dein Stil hier, ja? Mr. Schreinington, ja? Okay. Dumbatar. Das ist aber heute auch ein Dumbatar. Ja. Oh, Autogramm steht auf deinem Autogrammregal. Heilige Scheiße. Zwischen Peter Falk und Bruce Willis. Oh. Wie cool. Oh. Sehr schön. Ich fühle mich geehrt. Vor allem durch Peter. Wer ist Peter Falk? Habe ich mir jetzt Feinde gemacht. Oh, letztens haben wir noch drüber nachgedacht, wo wir gerade bei Bruce Willis ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm oder nicht? Also ich bin ja eindeutig dafür, ihn als diesen als solchen zu deklarieren. Hier wollte ich nicht hin, danke. Ich wollte lieber den machen. Gut, wir sind jetzt ein bisschen spät dran mit Weihnachtsfilmen oder für Weihnachtsfilmen, aber also theoretisch kann man immer drüber nachdenken und sagen, kladderada. Entschuldigung. Ach, Columbo ist Peter Falk. Peter Falk? Ist der deutsch? Nein. Wahrscheinlich nicht. Aber ziemlich cool, ziemlich fesch. Wie kommst du an Autogramme von Peter Falk und Bruce Willis? Das sind jetzt eher die Fragen, die wir zu beantworten haben, Alter. Hast du die persönlich abgeholt? Hast du Bruce Willis persönlich getroffen? Ist Phoenix
Der beste Freund von Bruce Willis. Stimmt, langsam bevor Christmas, genau. Zählt das jetzt nicht? Reicht das jetzt nicht? Muss ich noch näher rankommen an diesen Kram da, ja? Hallo, ich bin der Knopf in Breath of the Wild und ich bin ganz, ganz pingelig. Das ist das, was hier heute passiert. Können wir jetzt bitte? Du sollst aufhören, da jedes Mal gegenzuspringen. Höre auf deinen Vater. Okay, wir machen jetzt so, dass da keine Kante ist. Also so ist jetzt keine Kante. Erzähl mir nicht, da ist eine Kante, du Lamm. Mach jetzt. Ja. Hat doch funktioniert und damit werden wir dann voranschreiten, weil wir des Rötzels Lösung von einem Autogrammhändler. Na gut, nehmen wir auch. Trotzdem cool genug. nehmen wir natürlich dann auch noch. Und so, was geht hier noch so? Oh, lass mich raten. Boah, ist das natürlich... Moment. Aber die sind nicht aus Stahl. Nee, die sind nicht aus... Was wollen die denn jetzt dann von mir mit den Dingern? Wo muss ich überhaupt... Bist du überhaupt schon wieder los? Oh, das ist auf jeden Fall schon mal eine Kugel. Da ist eine Kugel. Mit der wir... Was genau tun können? Ach, Moment, die kann ich hier draufpacken. Die ist aber zu groß, um sie hochzuheben, wahrscheinlich, ja? Die ist zu groß, um sie hochzuheben, wahrscheinlich auch, um sie da drauf zu... Das heißt, ich muss jetzt Golf spielen, ja? Das heißt, ich muss dafür jetzt meine Waffen verbraten, ja? Und ich habe nicht mal mehr die patentierte Bratpfanne dabei. Nee, kommen wir nicht hoch. Na gut, dann müssen wir... Nee, stehen. Den Spruch höre ich auch öfter, aber das... Wir fangen mit so weit gar nicht an. Wir sind brav, kleine Pandas, und sagen so, pass mal auf, wir nehmen Master Schmerz und werfen es darüber. Das ist das, was wir tun werden. Jetzt. Wird es reichen? Das wird reichen. Nein, verdammte Scheiße. Aber irgendwie kommt es mir beinahe so vor, als müsste ich diese Kugel noch für irgendwas anderes benutzen. Klingt jetzt auch wieder böse, als es eigentlich ist. Ein Elektro-Großschmerz mit mehr Haltbarkeit. Moment, da hatte sie auch nur 22 Schaden, oder war das 2? Wir lassen das mal da liegen. Wir lassen das mal da liegen, weil ich hier Großschmerter brauche ja keine Sau. Also, es kommt ja nicht auf die Größe des Hammers an, sondern auf wie man damit schwingt. Und deswegen werden wir Großschmerter jetzt einfach mal getrost ignorieren und Hoffnung walten lassen für die Menschen mit vielleicht nicht ganz so großen Schmerzen. Ja? Das ist das, was wir tun werden. Moment, ich muss das wahrscheinlich einfach umkippen, ja? Okay. Hiermit dann, ja? Das soll ich jetzt treffen. Davon bist du überzeugt. Moment, das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich gut aus. Pass auf, jetzt. Ich will jetzt übelst umkloppen. Das muss jetzt übelst umkloppen, Alter. Der große Inventar. Was hat funktioniert? Welches große Inventar? Meinst du, die ganzen Krogs haben? Nee, die haben wir noch lange nicht. Da sind wir weit von entfernt. Meilenweit und so. Hallo Hylius, grüß dich. Also wir sind, keine Ahnung, hier, das ist das, was wir bisher haben. Das ist jetzt nicht so viel. Also Schmerter fehlen alleine noch 6. Bögen fehlen noch ganz, ganz viele. Schilder haben wir noch gar keine geholt. Epona 2.0 ist eigentlich ein schöner Name für die Belohnung in dem DLC, wenn wir jetzt beide von demselben sprechen. Das wäre ein fantastischer Name dafür. Aber Moment, das heißt, ich kann die Dinger vielleicht auch... Moment, sind die Steine dafür da? Oh, nee, shit. Das wollte ich nicht. Die Steine, sind die dafür da, um die da durchzuwerfen? Ich kann mir schwer vorstellen, dass das funktioniert. Weil die sehen ja eigentlich eher nach Bombe-Walls aus, wie man so schön im Englischen sagt. Nee, nicht da. Nee, da ist falsch. Da ist richtig. Knopf drauf. Yes. Naja, mehr oder weniger. Wir nehmen das mal. Wie viele Krogs? Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Das sieht man... Ne, die Hälfte nur lange nicht. Aber schon ab circa der Hälfte ist man... Ja, ab circa der Hälfte ist man damit fertig. Ja, das stimmt. Es steht aber bei jedem Loading-Screen, wie viele wir haben. Also... Reicht das? Warum reicht das denn nicht? Julius folgt. Danke dir. Okay, das wird dann jetzt wahrscheinlich dann nochmal. Also, wie gesagt, in den Loading Streams steht das immer, aber ich glaube, das steht hinter der Facecam. Also, ich werde es dann beim nächsten Mal vorlesen. Brav, wie ich bin. mach dein Ding jetzt da. Ich brauche die Wumme ja eher dafür, um Scheine zu zerschmettern, aber... So. Alter.
Genau, Controlling ist natürlich schuld. Und Knopfhinken. Stimmt, Knopf? Wir nennen ihn Jim. Also, verstehst du, wie Jim Knopf? Ich schmeiße Steinfässer gegen Steinsteine auf einen Steinschalter, um einen Falkenbogen zu bekommen. Das ist die Message des heutigen Tages. Der ist auch noch schlechter als alles, was ich sonst so habe. Falk ist noch nicht da, ne? Ich darf ihn liegen lassen, oder? Wahrscheinlich schleicht er sich, jetzt hat er sich heimlich still und leise hat sich eingeschlichen. Er hat gesagt, so, Freund. Hat er gemacht. Hab ich genau gesehen. Also, Küsschen. Zwischen jedem. Also im Grunde genommen kommen Loading Screens jedes Mal, wenn du irgendein Areal verlässt. Sei es die Overworld oder sei es ein Dingsbums. Also wir haben, Krogsamen haben wir 33. Also noch ein kleines Stückchen zu gehen. Aber die werden wir sowieso nicht alle sammeln. Also Krogsamen nehmen wir mit, soweit wir sie finden und dann ist gut. Das soll reichen. Also alles andere wäre maßloser Overkill. Also wahrscheinlich wären wir dann 2023 noch nicht fertig. Also wir beschränken uns erstmal auf die schönen Schreine und so. Und dann mal schauen. Oh, da war die Markierung. Hier, Frau Doktor, für die Markierung da war, ja. Die ist aber, also da ist aber bestimmt, da sind bestimmt 10 Pixel zwischen. Also jetzt muss ich mal. Nee, Quatsch. Haben wir gefunden. Alles gut. Man könnte versuchen, von dem darüber zu fahren. Mit Betonung auf fahren. Wir fahren. Wir fahren mit einem Tug durch die Lüfte und mit einem Tug mit CH am Ende. genau, mit Tug. Hashtag sponsert. Das wär's, oder? Ein Werbedeal mit Tug. Von allen Dingen auf dieser Welt. Tug. Oh, zumindest Cracker bis zum Lebensende. Also ist auch gut. Also, wenn er schon nicht cracken oder hacken kann, dann hat er zumindest Cracker bis zum Lebensende. Ach komm, Mann. Man muss halt mal das Positive im Leben sehen. So, bitteschön. Sagte er und ging zum Hebraturm. Na gut, wo wollen wir jetzt hin? Welche Farbe wollen wir jetzt haben? Lila. Lila, und das ist dann da. Dann quasi unsere Lila-Pause. Ja! Man muss auch mal sagen, gut, Lila-Pause, haha. Muss man auch mal sagen. Muss man sagen, gut. Hihi. Reicht doch, ja. Weißt du? Ich bin gleich ganz schlechter Witz, das war perfekt. Das war perfekt in der Ausführung. Und, in der, im Arrangement. Weißt du? Das ist natürlich die Frage, wo sind jetzt hier Schreine? Oben drauf einfach oder mit? Oder wo finden wir hier? Wo werden wir hier fündig werden? Hashtag Futur 2 für Profis von Profis mit Profis. Wahrscheinlich oben drauf. Schätzen müsste. Moment, nee, Moment, das ist bestimmt da in dem Bombenloch. Ja, wahrscheinlich, oder? Vielleicht aber auch. Nee, natürlich fängt es jetzt an zu regnen, selbstredenderweise. Ist das hier drin jetzt? Wir versuchen mal und dann in der Hoffnung. Versuchen und dann in der Hoffnung. Klatsch. So, guck, wie gut wir sind. Ich hoffe, dass ich dafür jetzt keinen Bombenpfeil extra verschwenden muss. Sondern. Das reicht. Hätte ich ehrlich gesagt beinahe nicht gedacht. Ist da ein Schrein drin? Guten Tag. Ist der Schrein? Hier ist ein Schrein. Der Wahnsinn. Guck, nehmen wir doch. Manora. Ja, das ist ja jetzt auch nicht mal normal, also wie normal. Gut, also wenn das sind die, also die besten Witze sind die, wo du dann beim Sprechen schon merkst, also funktioniert jetzt nicht ganz so. Also aber die muss man dann trotzdem durchziehen, weil man muss ja überzeugt bleiben. Man muss ja dann voller Inbrunst weiterhin sagen und so. Ich sag nicht, das ist jetzt so ein Geschenk da? Nur weil ich eine Bombenwand kaputt gebombt habe? Ne, ist gut. Ich nehm's. Kommen dafür wahrscheinlich einen Falkenbogen. Ne, den nehmen wir gerne. Geld in Form von Rupies natürlich immer gerne gesehen. Wir werden die. Also zumindest für Rüstung auch noch. Und natürlich, was wir auch nicht vergessen dürfen, die ganzen Feen. Da brauchen wir dann. Da brauchen wir dann die. Rupies auch noch für. Ich weiß gar nicht, welche wir schon bezahlt haben. Ich meine, wir haben zumindest die mit den 500 Rupies bezahlt. Ich glaube, die nächste braucht dann 5000 schon oder so. Ist das so? Ich glaube schon. Also, Die brauchen wir dann. Das heißt, es ist noch einiges. Und da haben wir nicht mal mehr Rüstung gekauft. Gut. Also, wir brauchen ja noch Fernziele. So, die brauchen wir, die schon kein Fernrohr haben, da brauchen wir zumindest Fernziele.
damit wir diese verfolgen können für bis ans Ende aller Tage. Bis ans Ende aller Tage. Nee. Den habe ich mir freiwillig markiert. Na gut, dann müssen wir wohl. Der ist nicht so der Knaller. Also der könnte jetzt dauern. Also zumindest habe ich den so in Erinnerung. Das könnte jetzt schmierig werden sozusagen, weil da muss man nämlich ganz viele Kugeln sammeln und die dann auf ein Plateau bringen und alles im Regen. Das heißt, man kann nicht klettern. Ist vermutlich genauso, wie es klingt. Also Floß. Auch das. Ich habe mir sagen lassen, dass die Flöße in Minecraft jetzt anders funktionieren. Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Und dass die jetzt auch alle optisch ganz, ganz anders sind. Also die haben jetzt ganz, also komplett anders. Also ist im Prinzip noch nie zuvor gesehene Detailverliebtheit in den Spreit der Blöcke, habe ich mir sagen lassen. Hashtag ebenfalls sponsert. Also, was haben wir jetzt hier? Wir haben dieses wunderbare Plateau. Und hier sind über diese ganzen Dinger verstreut und müssen eigentlich irgendwo Kugeln liegen. Und die müssen wir alle auf das Ding in der Mitte bekommen. Hier sehe ich ein Krogding, warte mal, ob ich das gerade schon sehe. Aber wo ist der fehlende Stein? Sieht schon fast aus, als müsste ich den einen aus der Mitte... Ach, okay, danke. Ja, wir spawnen halt ein kleines bisschen, ein bisschen nachträglich. Also, kann man schon mal machen, weil wir haben ja Zeit. Auf dem Donnerplateau. Ich glaube aber, dass die Belohnung dafür ist, dass man diesen Schrein irgendwann... Hashtag Gegenwind. Dass man diesen Schrein irgendwann mal schafft, ist, glaube ich, die Belohnung dafür, dass hier der Dauerregen aufhört. Meine ich. Aber wir werden sehen. Nee. Moment, was ist denn jetzt überhaupt Metall? Ja, danke. Wahrscheinlich trifft mich jetzt der Blitz, während der Krog sich meldet und sagt, hallo, ich bin freundlicher kleiner Krog und du stirbst jetzt. Na gut, nee. Ist gerade gar nicht so vonnöten, auch Krog. Noch irgendwas anderes wird irgendwie doof. Was habe ich denn überhaupt ausgerüstet? Das habe ich ausgerüstet. Nee. Wir nehmen dann lieber mal das hier. Guck. Der ist auch nicht okay. Ja, schön einmal komplett umgezogen. Warum auch nicht? Und dann, also, pass auf. Wir haben jetzt also das Ding in der Mitte. Da sieht man auch einen, so ein Ball, der schon drauf liegt. Da ist einer. Schaffe ich das von hier aus? Ich glaube, dass zum Teil das auch so gedacht ist, dass man hier wirklich dann so ein bisschen Minigolfen soll. Was aber erfahrungsgemäß vielleicht nicht immer funktioniert. Also das... Zumindest kann ich mich daran erinnern, dass es das bei mir nicht hart. Ich meine, das sieht ja schon fast gezwungen danach aus. Das müsste man hier irgendwie... Das ist eine ganz fantastische Idee. Ich versuche das jetzt genau einmal. Okay. Eben mich geschlagen. Ja. Oh, hi Moritz, grüß dich. Machen wir es so und dann... Lädt ja jetzt dann auch in 2 Minuten schon wieder auf. Das ist wirklich ohne Scheiß. Das ist so ein cooles Upgrade. Nee. Mach mal lieber nicht. Okay. Aber das Ding ist, so wie ich mich kenne, geht das Ding jetzt wahrscheinlich zu weit. Mach jetzt mal so. Wenn es einfach da drauf landet, ist alles okay. Mehr nicht. Wenn es irgendwo in der Mitte liegt, ist alles in Ordnung. Ah, oh, ja bitte. Das Käfkin-System. Boah, Hilfe. Ja, das ist umgekehrt. Man kann für 1000 Dingsbums dann quasi ein Twitter-Follow bekommen. Das ist eigentlich ein lustiges System. Das ist total lustig eigentlich. Das ist einfach irgendwie so eine Kleinigkeit. Keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass die Belohnung schon da drin steht. Habe ich das aktiviert? Das wusste ich gar nicht. Gut. Scheinbar habe ich das. Okay. Wir können natürlich jetzt mal versuchen, das Ganze von hier zu machen. Ja, Frau gesagt auch gerade, sie erinnert sich an den Schrein. Ja, düster. Ich könnte das von hier versuchen, aber das könnte natürlich jetzt auch dazu... Also es könnte jetzt theoretisch auch nicht... Also, dass ich nicht hoch genug komme in der kurzen Distanz. Nee. Wahrscheinlich fliege ich jetzt genau dagegen. Wahrscheinlich fliege ich jetzt exakt gegen die Wand. Nee, tue ich nicht. Ist hinten runtergefallen jetzt, ne? Ich mag diesen Schrein sehr, sehr gerne.
Ich bin ein großer Fan von eben diesen. Auf der anderen Seite, gut, wenn ich das gleich geschafft habe, dann habe ich den ein für alle mal hinter mir. Also wir nehmen jetzt mal das Positive mit. Wir können ja mal oben drauf gucken, vielleicht ist er doch drauf gelegen geblieben, ohne dass ich es irgendwie, weiß nicht, also umverhofft. Revali-Storm ist bereit. Das geht so schnell nach dem Upgrade, ohne Scheiß. Ach, da ist er doch! Yes, yes, yes. Okay, wir haben dann noch den grünen da oben, der ist kein großes Problem. Und irgendwo liegt noch ein anderer rum. Ich habe den gerade sogar schon gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Also egal, wir fangen erstmal mit denen hier an. Wir fangen erstmal mit denen hier an und dann gucken wir, was wir hiermit machen können. Und so. Also, passt dann. Ja. Hübsch, hübsch. Wenn ich mich verhalten hätte wie dieser Stein, würden alle rumschreien. Mi, 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 mi. Oh, okay, der jetzt dann wahrscheinlich auch. Adieu, Mr. Steinigen. Also, da ist der Gelbe. Und den müssen wir wahrscheinlich jetzt auch mit voller Inbrunst quasi. Inbrunft. Das sind wir auch manchmal. Manchmal sind wir auch in der Brunft. Weißt du? Wir harten Typen. Oh, und dann, das ist natürlich jetzt die Frage. Aber auf der anderen Seite, wenn ich den jetzt dahin schleppe, wo ich den anderen gerade hingeschleppt habe und den dann dahin schieße, wo ich den anderen hingeschossen habe, dann ist ja quasi alles gut. Wir haben ja quasi eine Lösung für das Problem, das uns bevorsteht. Man könnte allerdings natürlich auch erstmal versuchen, nicht runterzufallen. Und das Ganze dann versuchen, von hier aus zu regeln, wenn du denn nicht runterrutschen würdest, Mr. Linkington Park. Ich glaube, wir mal... Das rollt jedes Mal wieder... Nee, das rollt diesmal nicht zurück. Ja gut, dann ist alles quasi im grünen Bereich. Will ich jetzt zeitlich nicht mehr hinhauen wahrscheinlich, weil ich zu spät losgelegt habe. Da bringe ich das dumme Schwert auch noch. Ja, nee, damit... ist mir jetzt auch kein Gefallen getan. Schaffe ich das noch? Yes, okay, pass auf. Du landest bitte drauf. Du landest mitten drauf. Guck. Ah, da haben wir doch geschafft. Okay, da habe ich den deutlich schlimmer in Erinnerung gehabt, als er tatsächlich war. Und dann? Fertig mit dem Donnerplateau quasi. Irgendwas wird jetzt noch passieren. Jetzt denkt er, er ist fertig. Irgendwas wird noch passieren. Irgendwas kommt noch, wo er auf einmal spielt. Fertig. übermorgen vielleicht, du Lappen. So, das macht Spielmensch-Typ jetzt. Also das, ich bin mir da ziemlich sicher. Also... Ab geht er. Ja. Wäre dann da drin und den grünen dann oben vom grünen Dingsbums. Eigentlich ziemlich cool designt eigentlich. Es gibt noch einen recht ähnlichen Schrein, wo auch dann, also der im Grunde genommen ähnlich funktioniert, wo man irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Orbs oder was auch immer, einsammeln muss, um da dann diese wieder einzufügen in ihre ursprüngliche Fasson sozusagen, die ich natürlich nie verlieren würde. Und dann, das ist schick designt. Das ist überhaupt die Sachen, die scheinbar ursprünglich mal hier oben drauf liegen sollten, dann ist verstreut sind, weil ist ja überall Gewitter. Ja, also, das ist fesch. Ziemlich fesch. Was war das denn jetzt? Was sind denn für Sitten? Einfach mal sagen, gut, hier Stein runter, das könntest du mal sagen. Jetzt? Nee. Du sollst nicht da runter, du sollst den dummen Stein... Dankeschön. So, guck. Sei kein Stein. Hebe den Stein. Die Lyriker und Dichter unter uns. Weißt du, merkst sofort Deutschland, Land der Dichter und Denker. Und dann, so. Es ist jeder einzelne davon auf dem Rand stehen. Na gut, ich verstehe schon. Spiel. Kann man so machen. Also, guck. Stuhl steht übrigens tatsächlich noch. Also, der Stuhl lebt noch, ja. der hat so einen coolen Sound. Da muss er gar nicht feste draufhauen, das klingt immer gut. Das ist Wahnsinn. Bis ich irgendwann mal zu fest draufhaue und auf dem Boden sind. Nee, der hat schon so viel ausgehalten. Der macht das schon. Der hat mittlerweile Hornhaut. Horngelenke, sozusagen. Und eine künstliche Hüfte auch. Das arme Ding. Toyasser, ja, dann lass mal Toyassen. Auch, nichts ist unmöglich, Toyasser. Ja, bitte. 54 Schreine, aber die Hälfte der Schreine bald fertig. Gar nicht mal so übel. Gar nicht mal so übel. Das ist jetzt noch ein Schrein, aber das Ding vorhin war keiner, was ist das denn? Gehen wir mal davon aus, dass hier irgendwo vermutlich ein Schalter ist.
ich jetzt schätzen müsste. Vielleicht da. Vielleicht auch nicht. Werden Lönix. Mein Satz ist beendet. Easy, frohes Neues wünsche ich dir auch. Dankeschön, Alter. Achso, mein Satz war beendet. mit Lönix. Ja, das ist jetzt die Message dahinter. Merkst du? Lotto Lönix. Was wollen wir hier nochmal tun? Manche Sätze beendet man besser vorher. Und, Und die Frage ist, wie wird das dann letztendlich... Erstens die Frage, wie komme ich da dran? Das Ding muss ich ja wahrscheinlich einfach nur auf den... Oh, was ich versuchen könnte, ist die Truhe da runter zu hauen. Das wäre jetzt, also das wäre zumindest mal was Neues. Oh, das funktioniert. Scheinbar nicht, oder? Das muss funktionieren. Yes. Das hat Spaß gemacht. So kann dann auch ich mit Bauklötzen umgehen. Guck. 50 Lotto rein. Das ist aber schon eine Menge, oder? Nee, scheiße. Das ist in der Tat eine Menge. Das ist so eine Lotto-Gruppe, oder was? 50 alleine, ist ja, die kosten ja auch. Oder nicht? Vielleicht ist Lotto auch teurer, als ich denke. Was geht hier so? Willst du die Tore nicht öffnen? Da ist überhaupt kein Bock drauf. Nee, das muss auch nicht zwingend sein. Was haben wir? Wir haben Nopal. Guck. Auf jeden Fall machen wir jetzt einfach mal Phoenix. Quasi als Wiedergutmachung für die Lotto-Dingens. Pein, sozusagen. Nee. Guck. Sehr schön. Das ist das Coole. Das ist so ein bisschen... Oh, wir haben eine Rüstung gefunden. Heilige Scheiße. Nicht zwingend mit gerechnet, aber gut. Unverhofft kommt der bekannt. Kam ich hier auch hoch? Dankeschön. Bekannt ich oft und so. Und dann alles gut. Ich bin gerade nicht so ganz sicher, ob ich jetzt dem Ding hier trauen soll, dass ich das wirklich in die Luft sprenge. Aber wir machen mal einfach. Ne? Also, ich meine, solange es ums Sprengen geht, das soll schon schief gehen. Okay. Nee, danke schön. Haben wir geschafft. Läuft doch, so gut. Guck, hör mal, fluppt. Das war cool. Auch in der Kombination mit dem Kram vorher und so. Immer wieder gerne. Das ist ganz schön, wenn man so einen Schrein, den man eigentlich gar nicht so in so toller Erinnerung hatte, wenn der dann plötzlich eigentlich doch ganz cool war. Es ist ziemlich fesch. Das war eine der paar Sachen, die mich an dem Spiel, als ich das erste Mal machte, tatsächlich irgendwie forciert haben. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Wahrscheinlich, weil ich versucht habe, den Stein da per Hand hochzutragen oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ziemlich fesch. Ziemlichst fesch. Waffen werfen. Das ist auch so eine Sache, die ich mir nie angewöhnt habe. Falke! Wenn man vom Teufel spricht, da kommt ein Engel. So, und jetzt ist hier alles Sonne. Ist ja nicht fantastisch. Also, ich finde es so cool, wenn du Sachen machst in einem Spiel und das hat dann Einfluss auf die Welt. Das ist das Coolste überhaupt, ohne Scheiß. Das ist so fantastisch. Was haben wir hier so Schönes? Das ist natürlich die Frage, von wo man das am besten angeht. Das überlege ich gerade. Wahrscheinlich kommen wir hiervon schon fast mit am weitesten, weil hier müssen wir über die komplette Schlucht drüber. Versuchen wir einfach von hier. Mal gucken, wenn wir ein bisschen laufen müssen, dann laufen wir. Passt schon. Übrigens, habe ich in der Zwischenzeit rausgefunden, wurde ja immer gesagt, wenn ich in der Wüste unterwegs war, ich soll ja aufs Pferd umsteigen. Wenn ich das richtig verstehe, können Pferde in dem Spiel gar nicht in die Wüste. Das ist total fantastisch. Was übrigens dann tatsächlich auch Auswirkungen auf die Belohnung im DLC hat, was ich dann wieder sehr, sehr merkwürdig fand. Und das irgendwie hat es ja dann, weißt du, und so. Er hat vorhin gesagt, dass Falkenbögen schlecht sind. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich habe gesagt, dass wir den Falkenbogen liegen lassen, bis Falke... Nein. Oh, da unten ist ein Feenbrunnen, zu dem wir gerade nicht wollen. Nee, wir haben gerade tatsächlich den Falkenbogen liegen lassen, das war schrecklich. Es war, der Ben. Schick mir einen Engel, Alter. Oder einen Fehler blinken. Oder singen sie echt... Plötzlich Sternschnuppen.
Ich habe ja den Falkenbogen als Belohnung für etwas bekommen und habe diese abgelehnt. Das ist das, wozu Pein mich mittlerweile gemacht hat, dass ich Belohnungen freiwillig liegen lasse. Achso, ach, der Schrein. Irgendwas klingelt. Wir als Team werden ein Video zu MIFA machen, wo wir alles erklären werden, was darf meiner Meinung nach nicht fehlen. Boah, das ist eine gute Frage. Das Ding ist, ich bin deutlich zu wenig bewandert, um da jetzt irgendwie, vernünftig drauf zu, also, fundierte drauf antworten zu können, sozusagen. Das ist eine gute Frage, Alter. Was darf bei MIFA nicht fehlen? Das Ding ist, ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass ihr beschlossen habt, dann... Oder was? Ja, das stimmt. Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass sie also auf jeden Fall die Liebe zu Link, die ist ganz, ganz wichtig. Aber das Ding ist, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ihr ein Vierer-Team seid, die sich dazu entschlossen haben, ein Video dazu zu machen, dass ihr das da auf jeden Fall schon mal x-fach besser recherchiert habt als ich. Aber das, für mich das Zentralste an dem Charakter ist die Liebe zu Link. Teilweise die fast schon, weißt du, unglückliche Liebe wirkt zumindest manchmal auf mich so, oder? Auf mich wirkt das unglücklich, ja. Genau, nicht würdig, den Falkenbogen zu tragen. Das ist korrekt. Das habe ich dann aber auch direkt gemerkt und habe ihn dann liegen lassen, weißt du? Der Vodafone Twitter-Supporter hat auf deine fürchterlich freundliche Anfrage geantwortet. Das ist verdient. Ehrlich. Das ist sogar die Liebe zu Link, dass sie quasi dann ihre, als Geist sogar noch alles gibt, um ihm das Leben zu retten, wenn er denn stirbt. Ich hier, was Ding aufs Gehen. Heilige. Nein. Wir wollen das nicht tun. Wir wollen das nicht tun, Mr. Guardian. So, das wollen wir nämlich viel, viel lieber tun. Das hat aber jetzt übelst viel Schaden gemacht, oder? Da. Da. Wobei, so viel war das dann jetzt auch nicht. Hab ich mir dann wohl eingebildet. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich auch zuletzt. Und dann... Es wird aber jetzt schwierig, den dann umzubringen, weil wir haben kaum noch Pfeile, glaube ich. Wir haben kaum noch Pfeile zugegen. Nee, falsche Richtung. Überrascht, dass das funktioniert hat, ehrlich gesagt. Könnte natürlich... nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, ich könnte diesen lustigen Blitzgraben da mal machen. Ich kann nicht, wie ist der nochmal? Hier, das Ding da aus der, von der Wüstentante, den Blitz... das Blitz zu... Nee. Nein. Nee, kann man so machen. Was kann man in den Schreinen ja gar nicht nutzen. Leider. Liebe zu Link für 90% des Videos ein, das hat ich. Hab ich befürchtet. Gehofft. Guck. Und zu ihrem kleinen Bruder. Ja. Ja, und umgekehrt ja auch dann eigentlich, ne? Wir wollen das nicht tun hier. Ja. Elon finde ich auch. Ja, und dieser andere, der Opa da, ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Dieser eine Typ, der Link anfangs ganz, ganz schrecklich findet. Wie ist der Typ nochmal? Der mit dem Sprachfehler, der Z statt S sagt, der Typ. Dass der ja offensichtlich auch sehr, sehr stark seine schützende Hand quasi über MIFA gehalten hat. Wie heißt der nochmal? Der Typ da. Aus dem Zora-Dorf. Keine Ahnung. Der war... Kann ich irgendwas mit Bomben bei den Typen machen? Ich muss ja irgendeine Möglichkeit haben. Hat das jetzt was gebracht, oder war das jetzt zu... Fall... Entschuldigung? Also jetzt ist aber auch mal gut hier, Freund. Also der Typ, der bleibt mir, was die Story von MIFA angeht, auch irgendwie immer in Erinnerung. Weil der war anfangs sehr, sehr schützend. Der hat, keine Ahnung, Link nicht mal mehr so sehr vertraut, dass er ihm sagen wollte, wo, keine Ahnung, wo ein Elektropfeile gibt oder so Kram. Also der... Scheint ja dann... Kann eine durchaus nicht unwichtige Rolle zu spielen. Könnte das versuchen? Moment. Geht das? Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Kann man ausharren? Das ist auch doof. Bringt auch nichts. Bitte was denn? Plünderken, grüß dich. Also, den Typ dann. Achtung. Attention, ne? Ich habe ganz schön viel Schaden. Moment. Warum hat der so viel Schaden gemacht? Japanische Version. Oh ja. Oh ja. Weil es steht wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel auch in diesen komischen Backstory-Panelen, die da an der Wand hängen, auf dem Weg zu dem Dorf. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe mir die zugegebenermaßen damals gar nicht durchgelesen. Faul wie ich bin. Ich hätte mir das immer vorgenommen, dahin nochmal zurückzugehen. Hab's aber irgendwie nie gemacht. Sehr, sehr schade eigentlich schon fast. Also sowieso eine ziemlich coole Idee. Also. Bin ja mal gespannt.
Hört also einfach irgendwann auf, ja. Soll ich es einfach aussitzen? Da muss ich jetzt aber nicht spammen, Freund. Also das ist ja jetzt auch doof. Jetzt macht er seinen Laserkram. Stunt ihn nicht. Schade für mich. Achtung. Achtung. Es ist aber interessant grundsätzlich, dass es in der japanischen Version mehr Informationen gibt, weil das ja dann im Grunde genommen im Umkehrschluss auch bedeutet, dass die in den Übersetzungen Informationen mutmaßlich wissentlich einfach unterschlagen haben. Im Grunde genommen. Weil sie ja im Grunde genommen geläufig ist, sie kommt nochmal aus dem Land und da ist das Spiel nochmal in der Sprache gemacht worden und so weiter und so fort. Aber wissentlich Informationen dann außen vor zu lassen, ist ja. Aber gut, gehen wir mal einfach davon aus, dass es nichts Integrales für die Story quasi ist. Sozusagen. So, guck. Und das Schild, das könnte oder ist genauso gut wie das, was ich gerade... das hatte ich allerdings auf der anderen Seite schon mal genutzt. Das heißt, wenn ich das jetzt wegwerfe, dann haben wir auf jeden Fall dasselbe Schild, nur in voller Dingenskirchen. In voller... Sag schnell, hier, Ausdauerkram, Zeug. In die Küche getraut und ist eine geile Currywurst. Ja, Mahlzeit auch, Alter. Hau mal rein. Irgendwas, was wir dafür abgeben können. Ich meine, das Ding nutze ich wahrscheinlich sowieso nie. Das Ding habe ich sogar schon mal angefangen zu nutzen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Ding mit. Wir nehmen einfach das Ding damit. Dann das Land der dichten Denker. Auch das, ja. Frag mal den einen oder anderen Sprachsänger, sozusagen. Habe ich nicht gesagt. Da wieder Feinde. Als erstes gewählt, da wir sie mögen und wir werden dann noch ein Video zu Daruk, Rivali und Obosa machen. 2 Monate Arbeit für ein Video. Heilige Scheiße, Mann. Bin mal gespannt. Müsste Bescheid geben und so. Was daraus dann so geworden ist. Überhaupt eine interessante Sache, überhaupt diese ganze Story mal so ein bisschen aufzudröseln, weil dann so Leute wie ich, die Texte da einfach übersprungen haben, weißt du, ganz schön gestückelt konsumieren können in Form eines Videos. Also... ziemlich fesch. Überhaupt, ich finde es immer sehr, sehr fantastisch, dass Menschen gibt, die so viel Liebe und so viel Interesse in ein einzelnes Spiel packen, in dem Fall in einen einzigen Charakter, dass du da so viel Zeit für aufwenden, ein komplettes Video zu machen. Das finde ich sehr fantastisch. Einer der besten Sprachsänger ist aus Prinzip Falco. In der Tat, ja. Und Mahlzeit an Hölzücke. Wir sind nicht fantastisch. Falco. Aber Moment, wir haben ihn da gefunden. Das sieht sehr, sehr einladend aus. Das ist vermutlich jetzt... Das Doofe ist natürlich jetzt, dass Rivali des Dingsbums raus gerade ist. Das ist wahrscheinlich jetzt einfach nur darüber, ne? Hab ich das jetzt... Also mit Rivali Sturm wäre es kein Problem. Das könnte... Das geht auch so. Noch übelst viel Zeit gehabt. Heilige Scheiße. Das hatte ich jetzt... Dadurch, dass Rivali-Sturm möglich ist, hatte ich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass es ein kleines bisschen schneller rumgeht. Aber gut, wir nehmen's. Das rote Ding ist jetzt da hinten im Tal. Nehmen wir dann mal. Ja, wie man damit die Liebe in Charakter reinpacken soll, verstehen soll, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, damit habe ich nichts zu tun. Aus dem Alter bin ich längst raus. Wundervoll. Wo denn? Unter der Steinplatte wird es ja wohl nicht sein. Da ist es bestimmt noch ein bisschen weiter unten, oder? Moment, hi. Moment, das da. Moment, setz einfach mal so ein bisschen ein paar Koks mit dem. Das ist fantastisch. Aber ich muss das ein oder andere Mal auch wirklich dahergehen dann und anfangen, diese ganzen Gegner-Camps irgendwie zu... auszudingsen, weil wir brauchen zwingend Pfeile. Und das ist immer eine sehr, sehr gute Quelle für eben diese. Also da müssen wir, irgendwann müssen wir da schon mal mit anfangen. Das heißt, wir müssen auch mal anfangen... wirklich gucken, dass die Rüstung geupgradet wird. Wahrscheinlich wirklich mal zu so einem Feenbrunnen gucken, wie viel die jetzt von uns haben wollen. Ist das jetzt echt einfach hier drunter? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass unter so einem Ding ein Schrein war. Aber scheinbar ist das so tatsächlich. Heilige Scheiße. Nicht mehr im Kopf. Ist das Stahl? Ne, ist es nicht. Also, ne? Müssen wir dann bei Zeit mal machen. Da berate ich dafür das tolle... Das sollte ich wahrscheinlich nicht tun. Wir werden dafür nehmen den Kram. So. Selber, Nintendo selber hat die Story so komisch gemacht, dass so viel Anhang fehlt. Und die andere... Upsala. Was ist das jetzt? Das war fantastisch.
Ja gut, das gerade bei Übersetzung ist es, glaube ich, schätze ich jetzt mal, nicht, dass ich damit mich auskennen würde, aber ich verfolge nebenbei so ein bisschen, salah, kann schon den kompletten Popfilter auseinanderreißen, kein Thema. So ein bisschen nebenbei aus Interesse die Übersetzungsarbeiten an Doki Doki, ne, Literature Club, dass das einfach extrem viel Arbeit ist. Und gerade wenn die dann wirklich eine Deadline haben, die haben ja die Deadline für Breath of the Wild sogar das ein oder andere Mal, meine ich, nach hinten geschoben, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die wahrscheinlich wirklich einfach am Ende Zeitdruck hatten. Ist zwar dann schade für die Geschichte, für die Leute, die sich da in der entsprechenden Sprache für interessieren, aber weiß ich nicht, manchmal ist es vielleicht wirklich alternativlos. Das ist halt die Sache. Das ist so ein großes Unternehmen. Okay, danke. Das ist so ein großes Unternehmen. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist manchmal dann auch wirklich schwierig, stelle ich mir zumindest so vor. Ich bin froh, dass ich nicht so viel Verantwortung tragen muss. Überhaupt und so. Das in vorgesetzter Position oder so. Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich möchte nicht die Entscheidung treffen wollen, okay, wir lassen jetzt 50% der Übersetzung weg, einfach nur damit wir das Spiel pünktlich raus haben. Also das, das stelle ich mir als sehr, sehr schwierige Entscheidung vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas einfach so machen. Ich weiß es aber auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht glaube ich einfach nur zu sehr ans Gute im Menschen. Entschuldigung? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich die eine Übersetzung da jetzt so ein kleines bisschen verfolge, ja, oder wenige, da sieht man, dass es wirklich extrem viel Arbeit ist. Das ist extrem viel, gerade in so einem, ich meine, Doki Doki Dingsbums ist ja sogar noch relativ vergleichsweise klein. Und selbst da sind so viele Zeilen Text drin. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Manchmal. Also ich war da auch selbst noch nie bei. Also. Das größtenteils ist das Vermutung. Okay. Oh, dann kann ich damit jetzt schweben. Sagte er und schwob. Ja, dann lass mal. Sehr schön. Die Typen da unten lassen sich jetzt einfach mal, schießen. Weißt du, die können jetzt mal ruhig da unten, die spielen da unten den Wutkeks. Die übernehmen quasi meine Rolle. Da unten noch irgendwas. Wir lassen sie mal wütend, brav wie wir sind. So. Guck. Sehr schön. Ja, die Blätter hole ich mir, also ich sag mal so, wenn ich irgendwann mal so ein Blatt brauche, hole ich mir einfach eins. Die gibt's ja zuhauf bei Bäumen. Also die ganze Zeit mit mir rumschleppen werde ich das Ding sicherlich nicht, solange ich nicht bedeutend mehr Platz in meinem Inventar habe. Irgendwann mal. Weil ich meine, die sind an so mancher Stelle sicherlich wichtig, aber dafür die ganze Zeit einen Platz im Inventar zu dingsen, dafür ist es wieder doch zu. Also zu selten in Gebrauch, sagen wir mal so. Zumal. Vor dem Hintergrund, dass man sie im Grunde genommen potenziell von jedem einzelnen Baum kommen kann, wenn man die alles täuscht. Das war ein langer Dungeon jetzt hier, oder Schrein, heilige Scheiße. Es sei denn, du meinst jetzt in dem Dungeon, ja, dann werde ich den selbstverständlich behalten, ja, das ist klar, ja. Wo wollen wir denn hin? Ein Waldschmerd. 22 Angriff ist jetzt wahrscheinlich nichts, was ich zwingend mitnehmen muss, wa? Nee. Nee, wir lassen das mal liegen. Jetzt vermute mal, dass ich hier hin soll. Den konnte man bomben. Okay, wir hängen ja noch nicht fest. Noch hängen wir nicht fest. Weißt du, einfach mal machen quasi. Wird schon schief gehen. Erfahrungsgemäß. Aber ich kann Bomben nicht explodieren lassen, während ich an einer Leiter bin. Da war ich mir gar nicht so drüber bewusst, ehrlich gesagt. Also, öfter mal was Neues. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur noch nie probiert. Also. Was? Warum denn? So. Also. Da dann. Das aktiviert jetzt was? Oh. Und wahrscheinlich explodieren dann jetzt auch die Ballons, wenn ich, Hier ist so ein Ding drin, ja. Nee, du sollst in die andere Richtung. Du sollst darüber. Nee. Ja. Nee, das wird nix. Nee, das wird nix. Das wird sehr wohl was. Yes. Du dummer. Hätte gerne eine neue Insel. Danke, Spiel. Danke. Gut, nochmal machen. Das war jetzt immer so nah. Ich will das doch nicht. Ich will keinen so nah. Wir wollen keinen so nah. Wir wollen.
in das Sonar hinein diffundieren. Das ist das, was wir tun wollen. Ich mache mir auch ein bisschen zu viele Gedanken über die Stacheln. Ist das im Bereich des Möglichen? Nee, ist es scheinbar nicht. Moment, nee. Ich dachte die ganze Zeit, dass die Dinger direkt explodieren, wenn sie das Ding einmal streicheln. Das tun sie ja gar nicht. Da wollen wir ja gar nicht Sonnepanik davor haben. Na gut, kann man dann schon mal machen. Öfter dann mal, weißt du, fälschlicherweise auch in Panik aussprechen. Also, auf ein neues. Ich kann mich an diesen Dungeon absolut erinnern, aber ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, wie ich es damals gemacht habe. Das ist dann jetzt, weißt du? Das ist der Status. So. Nee, gegensteuern, ja. Jetzt. Du dummer. Ey, jetzt mal ohne Kack. Jetzt mal ohne Scheiß. Was zu. Wir wollen das nicht tun, Spiel. Wir wollen das einfach nicht tun. Wir wollen das einfach. Das ist so eine dämliche Kleinigkeit, die ich. Also Spiel, die weiß ich nicht zu schätzen. Ja. Ich schätze diese nicht sehr. Würde das eigentlich. Also jetzt mal ohne Scheiß, würde das im wahren Leben überhaupt funktionieren? Würde das. Ist das realistisch? Ist das realistisch, sowas? Also ich meine, was ich weiß ist, dass, läuft. In der Tat. Was ich weiß ist, dass, diese ganzen, wenn man das im Film sieht, dass irgendwie, keine Ahnung, dass sie in so einem komischen Netz gefangen sind, auf einer Piateninsel beispielsweise, dass die dann aus quasi null irgendwie Schwung holen. Das soll scheinbar nicht funktionieren. Das hätte ich die ganze Zeit so machen können. Das wäre vermutlich deutlich einfacher gewesen. Na gut, braucht man ja auch gar nicht. Das ist ja Quatsch jetzt. So, und dann, also das soll wohl nicht so ganz funktional sein. Wenn wir sagen lassen, oder ich verwechsel das mit irgendwas anderem. Das geht noch weiter. Scheiße. Holy shit. Deswegen ist die Frage, gehe ich hier lang oder gehe ich lieber... Oh, das ist alles... Wo werde ich jetzt... Deswegen, ich muss hierfür jetzt Bombenpfeile verbraten, die ich eigentlich nicht zur Verfügung habe. Ja, ich habe nur noch 5 oder 3 oder so. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Gutes Gefühl. Und jetzt? Da war ich ja schon. Ach, Moment. Ich soll das Ding jetzt dahin hinbringen und dann damit das in die Luft sprengen. Oh. Okay. Nehmen wir. 99 Luftballons. In der Tat. Also meine Lieblingsversion davon ist immer noch die Scar-Version von Goldfinger. Wenig überraschend. Okay. Moment. Moment. Es könnte jetzt natürlich sein, aber das wird jetzt nicht treffen. Das ist das Problem. Das wird jetzt nicht dahin fliegen, wo ich es haben muss. Das wäre ja schon fast Zufall, wenn das jetzt irgendwie funktionieren täte. Jetzt ist das? Jetzt ist nicht. Ja, mein. Wir machen es einfach so. Wir machen es einfach so. Wir haben im Zweifel rohe Gewalt. Nee, stimmt, Donkey Kong, fast. Bloß nicht. Das werden wir bloß nicht tun. Also das, da haben wir erstmal genug mit gehabt, Alter. Das werden wir nicht tun. Bitte nicht. Haben wir geschafft? Scheinbar noch nicht. Das ist ein langer Schrein. Eine richtige Schreinerei. Jetzt dann den kleinen Schlüssel. Ich muss erstmal wissen, wo ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das hier drin? Oder was? Ah, jetzt, ja, genau, eine Insel. Kommst du jetzt auf eine Insel? Achso. Weil ich jetzt gesagt habe. Okay. Geprägt, 10 Jahre lang geprägt von durch was auch immer das hier ist. So. Irgendwer wird mich jetzt fürchterlich anschreien, weil ich mich wage, das Blatt wegzuwerfen. Und dann lieber Elektrolanzen nehme. So. Guck. Öffne Sesam. Auch. Bitte was? Eine extra Erlaubnis bei Nintendo holen wegen der. Ja, die sind da streng. Da sind die so pingelig, echt, dass sie sagen, das verletzt Rechte, wenn man im Grunde genommen ein bisschen was über das Zeug erzählt. Das ist mal, also... Jetzt mal ohne Flachs jetzt.
Ist das nicht irgendwie, gibt es nicht irgendwo sowas wie Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit oder den ganzen Kram? Irgendwie? Also ich darf doch, ich finde das erstaunlich, dass Nintendo da so pingelig ist, dass man extra Erlaubnis braucht, um über einen Charakter in einem. Müsste das eine Zeitung auch machen oder geht es da wieder nur um die Videorechte auf YouTube? Das wäre natürlich dann ein anderes Thema im Grunde genommen. Da sind die ja sowieso fürchterlich pingelig. Aber das ist ja schon. Also, ich empfinde das als relativ viel verlangt. Dafür, dass man ein Video. Ich meine, keine Ahnung. Es gibt ja viele Leute, die dann wieder. Es kommt wieder dieses Argument von wegen, ist ja kostenlose Werbung und so. Und das ist ja nur bekannt, dass sie leider nicht so sehen. Aber ich weiß nicht. Merkwürdige Haltung. Aber. Ja, so sind sie halt. Ja. Zitatrecht und Meinungsfreiheit, ja. Das sind ja solche Sachen. Ich meine, gut, vielleicht geht es wirklich einfach nur um die Rechte dann auf YouTube, um das Ganze dann zu monetarisieren, das weiß ich nicht. Da sind die ja bekanntlich, ne? Wie sie da halt so sind. Das wäre dann ein anderes Thema. Aber so grundsätzlich hier verbieten, über sowas zu sprechen, ist ja schon. Einige Scheiße. Das wäre schon starker Tobak, finde ich. Ja, ich mag Luigi auch. Also jetzt haben wir richtig. Also jetzt kriegen wir einen dran. Jetzt. Wir werden bluten, ja? Und Blutenböll auch. Okay, wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen zuerst mal zu Blau oder Rot. Wir gehen zuerst zu Rot. Zuerst zu Rot und dann mal schauen. Also. Es sieht mir dann stark danach aus, wäre es irgendwo. Nee, doch nicht. Ich dachte erst, dass es da drauf wäre, aber dem scheint nicht so. Mal gucken, ob das auch so stimmt. Warte mal, das ist halt Rot, ja. Haben wir vergessen. Öfter mal was Neues. Sieht ja schon fast aus von hier aus, als wäre es in einem Tal. Das wäre dann ja quasi das Gegenteil von dem, was ich ursprünglich erwartete, was natürlich im Prinzip ein handfester Skandal wäre. Also. Wollen wir jetzt erstmal deine Erlaubnis auch einholen, ob ich damit auch einverstanden bin. Tut mir leid. Tut mir leid. Erlaubnis, die sie uns 2 Wochen später dann gegeben haben. Einfach so eine Erlaubnis. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht meinen sie damit wirklich dann das YouTube-Video allgemein. Das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Video für YouTube sein soll, ne? Schätze ich mal. Was heißt Erlaubnis? Ich meine. Stell dir mal vor, die gehen daher, dann nimmt sich jemand die Zeit, macht dann so ein Video und dann sagen die, nehmen sie jetzt offline. Weil die irgendwelche Rechte dazu. Dass die es wirklich. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich möglich ist. Also ich meine, das mit den Claims kennen wir ja mittlerweile alle zu Genüge. Das sind ja alte Kamellen. Aber dass die es tatsächlich einem scheinbar verbieten können. Grundsätzlich verbieten können, ein Video hochzuladen. Also das. Ist schon. Also. Ist schon hart. Das wird ja dann auf jeden zutreffen, der, keine Ahnung, mal irgendwie, genau, was für Claims, ich habe keine verdammte Ahnung. Das wird ja dann auf jeden zutreffen, der, keine Ahnung, seine Meinung zu der Zelda-Timeline äußert oder, weiß ich, also, merkwürdig. So sind sie halt, unsere japanischen Freunde, also die bestimmten jetzt, nicht alle. Ach, Typington ist hier irgendwo. Ich höre ihn. Wahrscheinlich ist er oben, da oben. Ich sehe ihn. Oh, shit. Ich kann mich an den Schrein erinnern. Ich meine, der hätte irgendwas mit der Tageszeit zu tun. Was war das? Ich meine, der hätte irgendwas mit Tageszeit zu tun gehabt. Für jeden Charakter eine einzelne Erlaubnis. Also, ist tatsächlich so. Also. Merkwürdig. Was das Schlimme ist an der ganzen Sache. So merkwürdig das alles klingt. Man nimmt es einfach mittlerweile so als gegeben hin. So ist es jetzt halt. Sehr, sehr merkwürdig. Irgendwie. Das ist für ein schöner Baum. Der anders aussieht als alle anderen. Da sollten wir vielleicht auch mal hingucken gehen. Da ist bestimmt zumindest ein Krog. Kashiwa. Oh, Verzeihung. War das zu laut? Da fahren wir meine Nachbarn. Sieh an, hier hochzuklettern ist wirklich eine Leistung, sagte er, nachdem ich hochgeflogen bin. Wie ein Vogel. Kann der wohl fliegen? Stimmt. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt, was sich sehr, sehr reimt und sie überwindet. Und, möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, bitte? Mit Vergnügen, legen wir los.
Die Nacht des Blutmondes beginnt. Allen Monstern ist neues Leben bestimmt. Okay. Wer auf des Helden Prüfung sind, wie neugeboren den Sockel erklimmt. Heilige Scheiße. Ja, vielleicht haben die da wirklich... Das, also jetzt mal ohne Flachs, das könnte tatsächlich ein Punkt sein, dass sie da einfach andere Gesetze haben. Also davon wüsste ich persönlich absolut nicht. Ich war noch nie in dem Land und habe mich wenig damit beschäftigt. Das ist durchaus möglich. Von Zeit zu Zeit erhältst du die Nacht des Blutmonds. In dieser Nacht geschehen finstere Dinge. Umso mehr wünsche ich dir, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Ja, lass mal machen, Alter. Lass mal machen. Also, okay, wir warten auf... Die Frage ist natürlich, man könnte jetzt dahergehen und sagen... Und wir machen das jetzt einfach aktiv, weil man kann ja einfach schlafen und dann kommt irgendwann Blutmond. Und das Doofe ist, man muss, der Blutmond erscheint immer erst um 12. Und wenn man bis abends schläft, ist es, glaube ich, irgendwie bis 21 Uhr. Also, was ich dann jetzt hier vorschlagen möchte, also, ich sage jetzt mal einfach, was man da jetzt machen muss. Man muss einfach auf diesem Sockel stehen und die werden ja manchmal dann aktiv unter bestimmten Umständen und dieser wird aktiv, wenn man hier drauf steht, bei Blutmond, ja. Und, wir können das gerne on-screen machen, wir können es von mir aus auch gerne jetzt machen. Ich würde es allerdings vorschlagen, dass ich das freischalten, nicht den Schrein selbst, sondern das Freischalten dieses Schreines off-screen mache. Weil ich würde es dann so machen, wenn ich irgendwo eine trockene Stelle suche, keine Ahnung, hier unter dem Ding irgendwie, mir dann Feuer hinlege und dann schlafe. Und wenn ich geschlafen habe, paar Ingame-Stunden warte, das sind glaube ich 3 Stunden, die man warten muss, gucke, ob Blutmond ist. Wenn ja, aktiviere ich den Schrein, wenn nicht, gehe ich wieder schlafen. So, das würde ich vorschlagen, dass ich es off-screen mache. Weil das kann theoretisch nächtelang dauern. Theoretisch könnte man jedes Mal, wenn Blutmond ist, auch hier hingehen. Aber dadurch, dass hier kein Fast-Travel-Point ist, ist es schwierig möglich. Also das würde ich wahrscheinlich dann so sagen. Dann markiere ich mir den nämlich jetzt als, was weiß ich, Suppentopf. Und dann, passenderweise. Und mache das dann offscreen. Also, und dann gucken wir uns den Schrein live an, wenn wir den dann irgendwann mal aktiviert haben. So machen wir das. Weil ansonsten, glaube ich, Wir können jetzt gerne eine Nacht mal warten. Vielleicht ist jetzt die nächste Nacht Blutmond, dann machen wir live. Ansonsten ist es wirklich einfach nur Warterei darauf, dass irgendwann mal Blutmond ist. Oder halt zufällig da sein, wenn denn dann eben dieser mal aktiv ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering. Also, so werden wir das dann jetzt machen. Wir werden jetzt eine Nacht warten, gucken, was hier noch so Schönes geht. Und dann... Vielleicht haben wir Glück. Revalis Sturm ist bereit. Vielleicht haben wir Glück. Der Schwanz war dann böse, aber... Oh, mal sehen. Also nicht zu weit wegrennen. Schon mal gucken, vielleicht wo der nächste Schrein ist und nicht zu weit weggehen, sodass wir dann schnell genug hier sind, wenn denn der Fall ist. Man kann, das ist ganz... Ich glaube, man sieht den Blutenbell irgendwie hinten über diesem, über den Vulkan aufgehen. Das heißt, es ist hier eigentlich eine ziemlich coole Position, um sich das anzugucken. Wenn man dann hier steht und dann sieht, okay, da hinten ist Blutmond, dann ist jetzt rot, aber ich glaube nicht, dass das richtige Rot ist. So, und so funktioniert das dann. So dann Los Planos aus. Aber wie gesagt, das wäre jetzt absoluter reiner Zufall. Es ist rot, aber das könnte jetzt auch das normale... Wenn jetzt hier tatsächlich einfach ein Blut... Das wäre jetzt der Knaller. Aber es könnte auch einfach nur der normale Sonnenuntergang sein. Ich glaube, das ist auch der normale Sonnenuntergang, nur leider. Oh. Das wäre jetzt ein schöner Zufall gewesen. Ich glaube, der müsste irgendwo gleich da aufgehen, der Mond. Wenn ich mich richtig daran erinnere, zumindest... Da oben hingehen. Da möchte ich gerne hin. Ich möchte wissen, was mit dem Baum da, auf sich hat. Ich kann mir vorstellen, was es ist. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es es wirklich ist. Wollen wir mal sehen. 80% Miva, 10% Sidon, 8% das Dorf allgemein. Der Rest ist Argumente und Antworten. 30 bis 40 Minuten, heilige Scheiße. Das ist einiges. Das ist aber auch ein langes Projekt, Alter. Da steckt sehr wahrscheinlich sehr viel Arbeit drin. Ja, dass es dann so wenig honoriert wird von solchen Firmen. Anstatt dann mal zu sagen, okay, cool, wir haben eine coole Fanbase, die solche Videos macht, sagen sie dann immer, nee, brauchst du lieber eine Genehmigung für. Das ist schade eigentlich irgendwie immer. Wie gesagt, leider kennt man es ja von denen leider nicht mehr anders. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ach, hier ist ein Schrein. Ah, und scheinbar der Typ da. Ihr werdet mich nicht runterwerfen, ihr dummen Säcke. Ja. Erstaunt gerade ein bisschen darüber, dass diese Lanze an den Typen überhaupt funktioniert. Also ich meine, Elektronik ist zumindest nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich an Untote denke. Habe ich noch irgendwo im Kopf liegen lassen. Ach, hier liegt noch, da liegt noch ein Typ. Geile Scheiße. Das nehmen wir sehr, sehr gern. Ja, guck. Das ist ja ganz schön viel. Ja, das ist ja hier schon, ja, Enemy-Spam hier. Ja, fürchterlich. Zumutung. Haben wir noch Platz für Waffen? Ich habe sogar Platz für eine Waffe.
Nee, hab ich nicht. Ich wollte schon sagen. Irgendwie hat es mich jetzt dann auch gewundert. Aber die Loot nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne. Weil, wie wir alle wissen, Loot ist gut. Wir haben offenbar keinen Blutmond. Gut, wir werden damit klarkommen. Wir werden damit klarkommen. Und dann, war das der Berg hier mit dem Baum da oben drauf? Ich glaube schon. Ab geht er. Ach, hier ist auch ein Schrein. Ach, das ist wahrscheinlich dasselbe, bei dem ich gerade war. Moment, nee. Das ist ja ein ganz anderer. Lootmond. Den nehmen wir auch. Den nehmen wir auch sehr gerne. Ist ja quasi, der Lootmond ist dann immer quasi die Nacht, bevor die nächste Loot-Chest erscheint. Hashtag sponsert. Also die nehmen wir dann. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Ort. Wenn es der Ort ist, von dem ich denke, dass es ist. vielleicht habe ich es vergessen. Womöglich. Womöglich verdrehe und vertausche ich sämtliche Punkte auch. Also, wie immer. Stimmt, nur 120% Alkohol ist ja quasi, weiß nicht, also das ist ja schon fast Wasser. So. Aber Zontube? Wollen die ein Gegenprodukt bringen oder was? Ich meine, gut, die sind ja mit Twitch schon im Prinzip dabei. Also, die haben schon mittlerweile es ermöglicht, Videos hier hochzuladen. Oh, guck mal, wie hübsch. Ermöglicht, Videos hier hochzuladen und den ganzen Kram. Das ist eine hübsche Stelle. Und die hat normalerweise tatsächlich nur eine Funktion, allerdings ist diese scheinbar gerade nicht aktiv. Ich habe keine Ahnung, unter welchen Umständen sie das ist, aber scheinbar ist sie das gerade nicht. Dafür möchte ich das Ding da haben. Dafür möchte ich das Ding hier haben. Guck. Ja, muss auf jeden Fall, also mit dem Kanal muss er auf jeden Fall noch Bescheid sagen. Und dann... antikes Zaumzeug. Ach! Heilige Scheiße! Ist das ein DLC? Ist das eine DLC-Truhe? Ich habe überhaupt nicht, das ist glaube ich die... Sollte es eine sein, ist das die erste DLC-Truhe, die ich überhaupt jemals gefunden habe? Wäre dann, gar nicht mehr so verkehrt. Das nehme ich auch sehr, sehr gerne. Ja, die haben Stress mit Google YouTube, das weiß ich. Das Ding ist, die Frage ist mittlerweile, wie ist Unternehmer keinen Stress mit Google YouTube? Das ist, mittlerweile wahrscheinlich einfacher zu beantworten, leider. Das ist das Schlimme an der Sache, Alter. Also, die haben sich aber Zontube schon als Marke schützen lassen. Also ich meine, ich sag mal so, grundsätzlich schon mal, in der Regel belebt Konkurrenz ja das Geschäft. Das heißt, wenn das dazu führt, dass einer von beiden in welcher Form auch immer den Arsch hochkriegt, bitteschön, denke ich. Und, was war das andere, was ich jetzt noch sagen wollte? Shit. Irgendwas wollte ich jetzt dazu noch sagen. Ich hab's vergessen, keine Ahnung. Fand den Namen, glaube ich, etwas merkwürdig. Amazon-Tube klingt schon fast nach Abklatsch. Weiß ich nicht. Lässt sich, keine Ahnung. Ich bin auch keine Marketingagentur oder sonst irgendwas. Oder hätte auch nur einen Hauch, eine Ahnung. Passt schon. Mit Schwung. Ja, lass mal mit Schwung schwingen. Schwung schwingen. Ich brauche das Ding hier. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Doch. Die Creator besser bezahlen als YouTube. Schon könntest du selbst lauter werden. Ja, das ist tatsächlich sogar irgendwo ein Punkt. Oder, weißt du, was viel bringen würde? Weißt du, was viele kleinere Kanäle dazu bringen würde? Wahrscheinlich so... Wie kriege ich das jetzt hin? Kann ich das irgendwie... Nochmal? Das ist ja Quatsch, ich stehe ja drauf. Wir stehen drauf, gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine schlechte Idee mehr. Was schon viel kleinere Content Creator bringen würde, wäre... Content Creator. Wäre... dass sie einfach das Geld schon ab dem ersten Euro auszahlen. Also zumindest schon mal, weiß nicht, ab 25 Euro auszahlen oder was auch immer. Und nicht wie YouTube das macht, erst ab 100. Weißt du, weil bis du an diesem Punkt angekommen bist, da kann ich ja nur aus Erfahrung sprechen, also... Oder was auch schon helfen würde, wäre, was YouTube macht, ist, die zahlen erst aus, wenn du jeden Monat 100 Euro hast. Was schon ein Riesenunterschied wäre, was Twitch macht, ist das Geld zu sammeln, und wenn es 100 erreicht hat, dann auszuzahlen. Und wenn das ein halbes Jahr dauert, kriegst du trotzdem deine 100 Euro nach einem halben Jahr. Das wird wahrscheinlich schon was mehr. Statt einfach zu sagen, nee, du kriegst dein Geld nicht. Das, allein diese Art und Weise, die müssen, ich finde persönlich, die müssen nicht mal mehr zwingend mehr zahlen, sondern einfach nur klüger zahlen und fairer zahlen. Ja. Ich verstehe absolut, dass das Google nicht dahergehen kann und irgendwie 15
15 Millionen Überweisungen für jeden verkackten Cent machen kann. Das ist mir schon klar. Aber keine Ahnung. Also das Geld nicht direkt komplett einfach sagen, das ist weg. Weißt du? Das ist, Das macht, glaube ich, von der Psyche her macht das allein schon viel aus. Dass ich weiß, ich arbeite nicht umsonst, sondern ich weiß, okay, ich bekomme irgendwann. Und wenn es ein halbes Jahr dauert, das Geld, das ich verdient habe, das wird ja schon reichen. Das ist mir persönlich jetzt. Wobei, das insgesamt Bezahlung wahrscheinlich. Ich denke auch, das wissen die. Dass Bezahlung insgesamt sicherlich ein Knackpunkt ist. Also, da müssen, wenn die da ansetzen, haben die wahrscheinlich wirklich gar nicht mal so eine schlechte Chance. Zumindest eine Konkurrenz zu sein. Weil das Ding ist keine. Weißt du, wenn du solche Sachen hast wie Vidme. Ach du Scheiße. Wenn du solche Sachen hast wie Vidme, dann, keine Ahnung, das ist von null aufgebaut hast du nicht gesehen. Amazon hat ja quasi schon mal. Hat ja schon mal eine Basis, ne? Die Amazon fängt nicht bei null an. Jeder kennt Amazon. Also die sind allein vom Namen her natürlich schon eine Nummer größer. Werde ich das schaffen? Das werde ich schaffen. Überraschenderweise. Aber, na, bin ich mal gespannt. Könnte interessant werden. Amazon zahlt großzügig für die Partnerlinks. Ja, das stimmt. Das ist korrekt, ja. Das ist korrekt. Das muss ich wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, das war aber schon gelb. Jetzt komme ich nicht von wegen, ich bin zu weit weg. Dass die da insgesamt sehr großzügig sind, ja. Das stimmt. Bin mal gespannt. Wie gesagt, letztlich denke ich grundsätzlich, dass Konkurrenz nicht das Verkehrteste ist, was passieren kann. Aber wie werde ich das Ding jetzt in Bewegung? Ach so. Okay, das war einfacher als erwartet. Oh, sehr schön. Kenn ich die von hier aus? Kann ich. Okay. Dann bauen wir jetzt wahrscheinlich eine Brücke. Wir sind mal wieder Bob der Klaumeister. Willkommen zurück in. Wir sind definitiv im falschen Spiel gelandet. Nee, ist gut. Wir machen so klar. Wir machen so klar. Ist das jetzt so gebaut, dass ich da einfach so rüberkomme oder muss ich irgendwie platzsparend agieren? Das ist jetzt natürlich die Frage. Nee, das passt. Lass die Kisten jetzt mal einfach hier so stehen. Wer braucht die schon? Mit Falkenbogen da drin ja sowieso nicht verdient. Und dann. Was macht das Ding hier? Mach doch bitte. Entschuldigung. So. Also das setzt einfach alles in Flammen, ne? Kann ich mitarbeiten. Sven, grüß dich! Am Überlegen, genauer können wir noch nicht sagen. Ob ein extra Video. Ich bin dafür. Aber es kommt natürlich auch immer viel drauf an, wahrscheinlich, wie das Ganze dann jetzt im ersten Anlauf gelaufen ist. Also da ist zu früh zu planen, stelle ich mir grundsätzlich persönlich auch schwierig vor. Und so, lass den Bogenverbot, ja. Jede Truhe im Spiel dann jetzt lassen, weil potenziell ein Falkenbogen drin sein könnte. Und deswegen, also dürfen wir jetzt im Prinzip keine Truhe mehr. So machen wir. Das sind jetzt die neuen Regeln. So. Ab geht er. Dann noch sowas wie Prime-Kunden werbefrei bleiben. Ist ein Punkt. Ich habe das Gefühl, dass die, was diese Kunden, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Vielleicht Kundennähe oder so? Oder von mir aus Kundenservice, was weiß ich. ich hab's verstanden, danke. Dass sie da einfach irgendwie, weiß nicht, klüger agieren oder so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sie einfach klüger agieren. Twitch ist 436 Mal besser als YouTube. 436 Mal nur? Bin aber beleidigt. ja, stimmt. Das mit dem Amazon-Stick, dass YouTube darauf nicht mehr funktioniert, habe ich auch mitbekommen. Schade für die Leute, die das nutzen, ne? Letztlich. Also. Ich finde das immer so. Ich finde es manchmal total interessant, dass sich große Firmen, große Unternehmen, die teilweise ja nun mal Milliarden Umsätze erzielen, sich zanken wie kleine Kinder. Dass ich beispielsweise Bundesliga-Fans beispielsweise Eurosport und Sky nicht darauf einigen können, dass irgendwie diese dämlichen Spiele, die Eurosport, wo sie die Rechte für gesichert haben, dass sie irgendwie auf Sky übertragen werden. Dass Amazon und Google sich nicht einigen können, dass YouTube über den Amazon Fire Stick geschaut werden kann. Ich finde es total faszinierend. Das ist wirklich. Da sitzen ja wahrscheinlich die übelsten Ego-Chefs, die sagen, ne. Komischer Typ von Amazon hat jetzt aber dies und das gemacht.
möchte ich wissen lassen, dass Madame Y dann aber dies und das nicht mehr haben will. Das ist so bescheuert, ohne Scheiß. Aber sagt man ja normalerweise, in dem kleinsten Kackunternehmen, normalerweise Kunde ist König. gut. Letztlich. Weißt du, das Ding ist, das Leben wäre ja ohne solche Sachen auch ein kleines bisschen langweiliger. Also, nehmen wir es mal einfach so mit. Gucken, wie sich das entwickelt. Also, passt schon. Ja, das mit den Bundesliga-Spielen auf Amazon finde ich auch nicht uninteressant, ja. Das heißt, auch dass die sich mit niemandem einigen können, ich finde das sehr, sehr merkwürdig. Ja, die stellen sich in der Tat breiter auf. Die sind einfach, ich habe das Gefühl, dass sie wirklich klüger agieren. Irgendwie. Und vor allem auch manchmal einfach agieren und nicht reagieren. Einfach mal machen. Das funktioniert dann bei denen. Der Laden scheint einfach irgendwie. Nicht, dass ich Ahnung davon hätte, ganz im Gegenteil. Aber mein Eindruck ist, dass der Laden einfach deutlich klüger geführt ist, irgendwie. Aber. Ist hier ein Schrein drin, oder was? Das ist schlecht, ich habe kein Feuer. Was ist immer ein Feuer? Soll ich jetzt hier mitmachen oder was? Das ist aber doof. Das kann ja nur Stunden dauern jetzt. Oh, nö. Ah, wir machen mal. Also. Dann, drei Feuer vor allem. Hier. Jetzt bräuchte man dann mal so einen Feuerstab. Der wäre jetzt in der Tat extremst nützlich. Kann ich das überhaupt mit dem Messer machen? Gehe ich recht in der Annahme, dass das eine sehr, sehr schlechte Idee ist? Die sollte wahrscheinlich jetzt auch. Das bringt auch nicht so viel. Also. Es ist albern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie kooperieren. Die wären ja doof. Warum würde Amazon Google seine Kunden schenken? Und umgekehrt. Die wären schön blöd. Wenn die nicht mal, und das Ding ist, die sind ja scheinbar oder offensichtlich nicht mal mehr dazu in der Lage, sich so weit zu einigen, dass alleine diese dämliche YouTube-App, ich sehe die Möglichkeit, das hier zu beschleunigen, dass diese dämliche YouTube-App auf dem Fire Stick verfügbar ist. Selbst das kriegen die nicht hin. Also die sich in irgendeiner Form zusammensetzen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also. Die Frage, was machen wir jetzt mit dem Spaß hier? Ich habe das Gefühl, dass überhaupt nichts mehr passiert. Ja, doch, minimal. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, das hier zu beschleunigen? Ach, wir sind schon deutlich weiter, als ich eigentlich dachte. Ach ja, apropos das Aufräumen nochmal. Da ich ja eingeladen wurde, das andernorts auch zu tun, das hat dazu geführt, dass zwar auf dem Schreibtisch nichts mehr liegt, aber dafür liegen unterm Schreibtisch jetzt eine Käppi, eine Sonnenbrille, ein paar Post-its und eine Kugelschreiber-Dingens. Aber stimmt, der gelbe Luftballon ist weg, der gestern noch da lag. Also wir haben zumindest ein bisschen was gearbeitet. Oder beziehungsweise Jöschelchen hatten weggeräumt, also passt dann. Das Schwert nur reinhalten? Ja, ich weiß, ein bisschen was passiert, aber jedes Mal, wenn ich haue, geht es ein kleines bisschen schneller. Also. Machen wir schon. Bleiben wir nur umsetzen werden, nämlich wo das nächste Zelda spielen wird und wann. Oh, also quasi eine Prognose. Was das nächste Zelda-Spiel sein wird. Ich hoffe, dass eure Prognose darauf hinausläuft, dass es ein 2D-Zelda wird. Da wäre ich sehr, sehr glücklich drüber. Hallo Tütington! Naja, diese Kooperation von ganz großen Unternehmen, das sehe ich tatsächlich auch nicht. Die haben so viel Macht, da gibt es keinen Grund zu. Aus deren Sicht. Also für die Kunden, klar, wird das wahrscheinlich der absolute Knaller. Aber das war's dann auch. Ja, mein Feuerschmerz muss ich nur reinhalten. Hallo Cyberdust. Wie lange wird das noch dauern? Ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt auch einfach mal offscreen mache. Ich mache es offscreen, das ist so blöd hier. Also machen wir hier dann auch eine Suppenschüssel hin. So. Suppenschüssel sind dann die Sachen, die ich privat noch kochen muss. So funktioniert das jetzt. Das ist jetzt unsere Legende, weißt du? Also, machen wir was nächstes. Wir machen dann als nächstes lila. Wo ist der blaue, den ich markiert habe? Da hinten. Ach du Scheiße. Ein Stückchen von weg. Okay, wir gehen erstmal zum lilanen.
Ah, sehr schön. Ah, mit Begrüßungskomitee. Entschuldige mal bitte. Wo wird denn das nächste Zelda-Spiel? Ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt hast du uns alle neugierig gemacht. Jetzt musst du das auch ausführen. Sonst ist es ein bisschen Sneak Peek. Weißt du? Und wie gesagt, hoffentlich, ich würde mich so über ein neues 2D-Zelda freuen. Aber wir müssen Link Between Worlds hier noch zocken, Mann. Das ist wieder auch cool. Aber auch zwischen... Ach, hi. Ach, hi. Ich habe doch gerade den Schatten gesehen. Wo ist denn die da? Grüß dich auch, mein kleiner Freund. Also. Was wollte ich sagen? Achso, zwischenzeitlich überlegt, Link Between Worlds sogar einzuschieben, aber... Na, mal gucken. Vielleicht mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich Link Between Worlds einschieben möchte oder vorher Breath of the Wild zu Ende bringen. Oder ob wir vorher Breath of the Wild zu Ende bringen. Das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Also... Ich habe zurzeit tatsächlich ein kleines bisschen mehr. Könntest du bitte aufhören? Du dummes, fieses, hinterhältiges. Nee. Jetzt tun sie auch noch zusammen. Das ist sehr verwirrt. Mal ruhig deinen Ballon. Deinen schrumpeligen, leeren, wo bemerkt, Ballon. Ja? Den gibst du mir. Hast du auch nicht anders verdient. So. Season und Ages. Ja, da freue ich mich so sehr drauf, Mann. Ey, das wird so cool. Das sind so coole Spiele. Zumal... Boah, eins davon habe ich nie zu Ende gespielt. Ich glaube, Seasons habe ich nie zu Ende gespielt. Ages habe ich, glaube ich, durchgespielt. Habe dann Seasons angefangen mit den ganzen Codes und hast du nicht gesehen. Habe aber dann Seasons nie zu Ende gespielt, weil ich weiß nicht, irgendwie... unmittelbar hintereinander reichte dann die Langzeitmotivation. Ja, aber das müssen wir schauen. Also ich weiß auch noch nicht so ganz, mit welchem wir dann anfangen. Das ist allerdings, da muss ich jetzt auch direkt dazu sagen, das ist so lange her, dass ich absolut keine Ahnung mehr habe, wie irgendeiner von den Dungeons oder was auch immer da funktioniert. Also da das wäre im Prinzip wieder blind. So. Ja, die 2D-Zeldas, Mann. Ja. Das wird so cool, Mann. Das wird fantastisch. Zwischenzeitlich sogar mal, weil das ist eine Sache, die ich definitiv vorher üben wollen würde. Zwischenzeitlich mal... ist mittlerweile auch schon wieder eine Weile her. Zwischenzeitlich mal... angefangen, Zelda 1 zu üben. Üben meine ich damit jetzt nicht den Schwierigkeitsgrad. Der ist schon okay so, nur üben meinte ich vor allem dann so im Sinne von die Route, die man da so geht, sodass ich dann nicht stundenlang ziellos umherirre, sondern so, dass wir quasi einen Plan haben, wohin und dann wohin und dann wohin. Also deswegen, weißt du, so in diesem Sinne üben. Üben im Sinne von auswendig lernen, wohin und so. Und dann, ja, gucken. Kommen wir mit Sicherheit auch zu. Du wirst wahrscheinlich dann spielen, als Mifa und der Rest noch gelebt haben. Oh, das wäre fantastisch. Das wär gar nicht mal so uninteressant. Ocarina of Time wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Spiel, wenn dann blind spielen wollen würde oder nicht und so. Weil ich habe das Gefühl, dass einige Leute hier sehr, sehr stark zum Backseat-Gaming neigen. Und ich weiß nicht, ob ich dann sowas wie so ein geliebtes Spiel wie Ocarina of Time blind spielen wollen würde. Also das... würde ich vermutlich vorher erstmal spielen wollen und dann mal schauen. Also. Und ich habe selber gesagt. Also den Grund haben sie selbst gesagt. Das ist interessant. Immer so ein uninteressantes Thema. Das ist gar nicht mal so ein uninteressantes Thema. Gab es schon irgendein Zelda-Spiel, das in dieser Zeit gespielt hat? Ah, okay. Sehr, sehr schön. Ach, der Schrein. Ja, ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich finster daran erinnern, dass ich Jahrzehnte gebraucht habe, um dieses Ding da zu finden. Das kann man so machen. Also. Ja, blind ist immer cooler, bestimmt zum Zugucken, aber für mich zum Spielen oft nicht. Also. Und das Ding ist, dass gerade viele, die häufig nach blind schreien, die Leute sind, die tatsächlich zu denen gehören, die am stärksten zu diesem Backseat Gaming da tendieren. Und das ist bei aller Liebe einfach nur nervig. Also. Und dann macht es irgendwann keinen Spaß. Und das möchte ich vermeiden. Das ist Schwachsinn. Also. Ich glaube, ihr sollt hier einfach nur mit einem Elektrofall draufschießen. Ja. Yes. Also. Problem am Backseat Gaming ist, dass es fürchterlich nervig ist. Ganz einfach. Ohne Scheiß. Das ist einfach nur fürchterlich nervig. Also. Interessant, dass du gerade fragst. nee, also ernsthaft, das geht für mich gar nicht. Also. Ja, genau. Das Backseat Gaming. Es gibt so viele Channel, die Backseat Gaming im Grunde genommen in den Regeln schon verbieten.
Und wenn wir das täten, boah, ich glaube, das wird einige echt stören. Also, keine Ahnung. Wenn ich für jedes Mal Backseat Gaming hier heute, da hätte ich heute wahrscheinlich schon zumindest mal einen gebannt, der mir aufgefallen ist. Also, jetzt dreh mir die Worte nicht im Mund um, Alter. Das ist genauso wenig gerecht. Aber das weißt du wahrscheinlich sogar selbst. Also, das muss nicht sein, oder? Was soll das jetzt? Das ist doch Schwachsinn. Während wir Diamanten finden. Das, keine Ahnung, ist, mal davon ab, selbst wenn Tipps, weißt du, kommt auch immer so ein bisschen mit auf den Ton an, weißt du, das, wenn dann da jemand sitzt und übelst den Großkotz raushängen lässt, weil er das Spiel nochmal besser kennt als ich, ich habe keine Ahnung, inwiefern mir das helfen soll. Also, das ist, keine Ahnung. Und ich, wenn dann da jemand dann noch fragt, was daran jetzt irgendwie nicht toll sein soll, verstehe ich auch nicht, also das ist doch logisch, keine Ahnung. Es gibt Gründe dafür, dass Backseat Gaming in vielen Kanälen einfach verboten ist. So, ganz einfach. Und das wird auf kurz oder lang, wenn das Übermaß annimmt, vermutlich auch hier irgendwann so passieren. Wir haben bisher überhaupt noch keine Regeln, weil ich da bisher bewusst darauf verzichtet habe, weil es bisher noch immer freundlich zuging und hast nicht gesehen. Aber weil sie irgendwann, ne? So dann der Punkt. Ja, wollen wir mal sehen. Wie das denn alles so vonstatten geht und hast du nicht gesehen. Weißt du, das geht gar nicht, für mich persönlich gar nicht so sehr darum, ob jetzt Backseat Gaming oder hast du nicht gesehen. Das ist immer, weißt du, wichtig ist, der Ton spielt die Musik und so. Also, wenn man freundlich und so ist, ist es vollkommen okay. Wenn man dann aber übelst den Großkotz raushängen lässt, ey, nee, das, keine Ahnung, muss einfach nicht sein. Wobei das dann vielleicht auch manchmal gar nichts mit dem Backseat Gaming zu tun hat, sondern einfach mit großkotzig sein. Also, genau. Genau das, Alter. Das, ja. Also, ich sag mal, na, ja, wir lassen es mal einfach so stehen. Passt schon, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber da muss er natürlich dann auch mit dem entsprechenden Gegenwind oder zumindest mal mit dem Echo rechnen. Völlig spielt währenddessen Odyssey auf einem Game Boy durch. Das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Stell dir mal vor, wir hätten solche Spiele damals auf dem Game Boy gehabt. Stell dir mal vor, wie wir damals geguckt hätten. Stell dir mal vor, damals, als wir dann, keine Ahnung, da gesessen haben und diese popeligen Mega-Man-Spiele auf dem Game Boy gespielt haben oder so ein Scheiß. Und dann kommt irgendwer daher und sagt, pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal was. Und dann sehen wir Mario Odyssey. Unsere Gesichter hätte ich gerne gesehen, ohne Scheiß. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Also, sehr fantastisch. Wo denn Schrein? Wo denn Schrein sein? Einmal unmittelbar vor mir, aber dann irgendwie doch nicht. Loch in der Wand? Ein Loch in der Wand. Maxi Zocker, danke. Nehmen wir dann. Ich würde vermuten, irgendwo in der Wand. Gehen mal runter. Ich bin skeptisch. Ich hätte jetzt nicht mal mehr gewusst, dass hier unten drunter ein Bach ist, ehrlich gesagt. Ja gut, dann lernt man halt immer, lernt ja nie aus, ne? Also, passt dann schon. So. Hier dann scheinbar nicht. Das heißt, das Problem ist, ich komme jetzt hier aber auch nicht ohne weiteres wieder raus. Das heißt, jo, verkackt, ne? vielleicht klappt das ja noch mit Revalis Rache. So, mit Raviolis Rache. Ja, das wird vermutlich nicht reichen. Nee, das reicht nicht. Shit, aber wo denn hier dann ein Shrine? Ich habe nämlich noch. Oh, noch ein Stück links rüber. So. Aber hier ist ja eigentlich auch nichts. Also abgesehen von einer hohen Wand. Auch das. Ein Bacchus. Auch wenn ich da reinfall, ziele ich so gut wie Octos. Oh. Meine Scheiße. Also sind wir dann quasi. Also im Grunde genommen sind wir dann ja dann im Prinzip Legolas. Weil es gibt nichts. Kein lebendes Individuum auf dieser Welt. Keinen Organismus auf dieser Welt. Der so gezählt wie Octorox. Aus Kilometern Entfernung treffen die aber genau auf deinen Stirn. Also das,
Können froh sein, dass die Typen gebannt sind aus, dass die gebannt sind aus, Call of Duty und so weiter und so fort. Ja, stimmt, man kann sich tatsächlich nicht mehr so sehr über eine neue Konsole freuen. Das ist richtig, ja. Das merkt man dann schon daran, dass, Lin, hi, grüß dich. Dass, viele, also gerade wenn eine neue Konsole erscheint, dass viele von den Spielen auf beiden Konsolengenerationen noch auch dann quasi veröffentlicht werden. Also, da ist einfach, der Sprung ist einfach nicht mehr so groß, das stimmt, das ist korrekt. Ich freue mich trotzdem jedes Mal noch wie ein kleines Kind, aber. Das, Ich meine, gut, man ist ja sowieso mittlerweile, keine Ahnung, als Kind hat man sich sowieso, glaube ich, grundsätzlich einfach mehr gefreut. Über alles, eigentlich. Jetzt habe ich weder Raviolis Rache noch kann ich hier hoch. Na, schaffen wir schon noch. Breath of the Wild ist eine ganz neue Timeline. Oh. Es fehlt noch ein Spiel, das alle drei Timelines verbindet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht passieren wird. Ich finde es so faszinierend, dass dieses Spiel von so vielen Menschen so sehr geliebt wird, dass man sich so viele Gedanken darüber macht, wie diese Timeline jetzt aussieht. Dabei, jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube gar nicht, dass Nintendo gerade am Anfang überhaupt eine Timeline irgendwie im Kopf hatte. Oder so. Ich glaube gar nicht, dass sie überhaupt mit der Timeline gearbeitet haben. Das alles, was jetzt irgendwie mit Timeline... Weil, war nicht so irgendwie... Ich meine, das habe ich jetzt höchstens am Rande mitbekommen. Es kann sein, dass ich jetzt totalen Quatsch rede. Dass sogar irgendwas in Ocarina, Quatsch, in Breath of the Wild sämtliche Timelines eben komplett verhauen hat oder so. Dass sie irgendwas eingebaut haben, was alles komplett kaputt gemacht hat. Oh, ein 2D-16-Bit-Zelda. Oh ja, das wäre fantastisch. Ja, wobei, sag mal so, wenn das dann wieder so eine Aktion wird wie Triforce Heroes, dann... sagt derjenige, der Triforce Heroes natürlich noch nie gespielt hat. War das kein Zelda mehr? Breath of the Wild? Das ist ja Quatsch jetzt. Oh, jetzt darfst du auch nicht. Also, wenn du das in den falschen Kreisen sagst, dann hast du auf jeden Fall schon mal. Ach, da ist der Schrein. Der ist. Da hinten ist der. Ah, okay. Dann hast du auf jeden Fall schon mal. Weißt du? Feinde fürs Leben. Okay. Die drei Bäume, da wollte ich jetzt eigentlich gerade erstmal hin. Wir lassen die Gegner da jetzt einfach mal stehen, weil die sind alle weiß. Nee, die sind alle schwarz. Das wäre so ein Ding, aus dem ich nicht mehr rauskomme, ne? Ja, Komma. Es gibt eine Geschichte zu einem Facebook-Post, der anfing mit Björn, Komma und endete mit Björn, Komma. Aber das ist ein Mythos und wird es auch bleiben. So. Jetzt müssen wir mit Eis fallen. Ich muss mal zwingend gucken, dass wir irgendwie Pfeile finden. Warte mal, das ist der hier. Also den kann ich abmachen. Den da auch. Wahrscheinlich. Was? Entschuldigung? So. Wir machen Eisapfel. Oder Apfeleis? Wir machen Sorbet, weil wir so cool sind. Machen wir jetzt erstmal lecker Apfelsorbet. Ich hoffe, alle sind glücklich mit Apfelsorbet und so. einige Koks haben wir sogar gesammelt. Heilige Scheiße. Nehmen wir gerne. Oh, Glühschweine. Glühschweine. Man hat Phönix wieder gemacht, genau. Oh, zu einer langen Tirade angesetzt, aber dann doch sein lassen. Nee, das war... Wenn wir mal irgendwann bei einem... so wie zu dem, was bleibt ein Mythos. Wenn wir mal irgendwann bei einem Konzert und... wir haben da irgendwie so ein... Keine Ahnung. Auf einem Konzert von irgendeiner anderen Band irgendwie einen Teil von irgendeiner anderen Band kennengelernt. Und der Sänger von eben dieser anderen Band heißt Björn. Und ich habe dann zu dem anderen Typ gesagt, dass ich finde, dass deren Sänger sehr, sehr klar singt. Und der Sänger von denen hat wohl, nicht klar, sondern deutlich. Also das quasi die ich weiß nicht, die Aussprache im Gesang, das hat bestimmt einen tollen Namen, den ich nicht kenne, was weiß ich. Ich habe absolut keinen Plan von dem, was ich gerade von mir gebe. Dass der Typ sehr, sehr deutlich singt. Sagen wir, dass er so deutlich singt. So, okay. Und dass der da wohl scheinbar irgendwie immer Probleme mit hatte und so. Und dann hat der Typ gesagt, jetzt sag ihm das doch mal. Und dann haben wir angefangen, das zu schreiben. Angefangen mit Björn, Komma. Das war irgendwie so ein Facebook-Post, sollte das werden. Öffentlich natürlich, weil wenn dann natürlich so, dass wir so alle lesen können, wie toll er doch singen kann. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund, ich glaube, das Scheiße für Bier holen gegangen oder so, habe ich das Handy in die Tasche gesteckt und zwei Stunden später fällt uns ein Scheiße, wir haben vergessen, diesen Post zu schreiben. Und was dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, weißt du, ist mir jetzt auch egal, wir schicken jetzt einfach Björn, Komma ab. Dann waren wir fertig. Das war fantastisch. Also sie haben dann auf ihre Band-Facebook-Seite einen Post bekommen namens Björn, Komma. Das war's. Also, bitteschön. Kashiwa, jetzt nehmen wir lustige Sachen. Verzeih mir, ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Geist hat es einst verfasst.
Es war das Letzte, das ich mich, das er mir gelernt hat, bevor er von uns gegangen ist. Es wird auch noch dramatisch hier und so weiter. Das gibt's ja gar nicht. Ach, Verzeihung, ich fürchte, ich habe mich etwas in meinen Erinnerungen verloren. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überschwindet. Und, möchtest du das Lied hören? Aber nichts lieber als das. Hashtag Björn Kummer, genau. Mit Vergnügen. Legen wir los. Also, ein Pfeil, zwei Ringe. Ich verstehe schon, worauf das hinausläuft. Da kannst du dein Lied dann jetzt direkt abbrechen, Alter. Die Heldenprüfung erscheint, wenn er sie durchdringe. Ja, durchdringen direkt zwei Ringe mit unserem Pfeil. Und dann haben wir die Heldenprüfung geschafft, ja. Okay, Spiel, danke. Ja, Nintendo ist ja immer jugendfrei. Mit den Ringen werden wohl diese Felsen gemeint sein. Aber was ist denn bitte die Heldenprüfung? Das ist ein Mysterium, das ich 1000 Jahre nicht lösen konnte. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Also, es gibt irgendeine Stelle, von der aus man scheinbar durch zwei von diesen Ringen gleichzeitig schießen kann. Und das ist Björn Komm, kurz Lyriker. In der Tat. So ungefähr muss es dann wahrscheinlich auch rübergekommen sein. Das war fantastisch. Die Antwort war dann Christopher Kommer. Kein Scheiß. Hat der Kackendreis geantwortet. Fand ich gut. Okay, also es ist wie... Moment, das sieht ja eigentlich schon mal vielversprechend aus, ne? Die sind auf jeden Fall schon mal ähnlich orientiert. Die sind sogar sehr ähnlich orientiert. Das heißt... Oh, das ging aber schnell jetzt. Oh, das ging schnell jetzt. Yes! Alter. Sehr schön. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Ja. Nehmen wir gerne. Wenn man Björn umstellt und Skill einschiebt, kommt kurz raus. Das kann man jetzt auch komplett uminterpretieren. Wenn man Björn umstellt und kurz einfügt... Aber nee, wir nehmen das. Wir machen das mal so. Also, Hashtag MLG-Shot, genau. Ja, das war im Prinzip, was es jetzt, also mindestens mal so ein 360-No-Scope, wie die Cool Kids unter uns sagen. Oh, die verdammten Cool Kids, Mann. Es gibt echt eine Zelda-Bestätigung? Moment, was? Bekannt, dass 2019 ein Zelda kommen soll? Oh, echt? Weiß nicht, scheiße. Apropos Kackendreist, genau. War Kackendreist sein Pfeil in zwei Löcher eingeführt. Ja, nee, ist gut. Frau Augen, hör weg. Weißt du, was jetzt passiert? Wir machen erstmal das hier. Wir machen erstmal das hier. Und dann machen wir bestimmt das hier. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geschafft. Wollen wir wahrscheinlich jetzt zweimal machen. Moment, wo kommt der denn jetzt her? Was war das denn? Entschuldigung. Ich will den da oben haben. Das wäre toll. Aber wait, den kann ich so kippen. Und dann so machen. Und dann kullert der da rein. Nicht so wechseln mit Barei. Ja, ist ja gut. Ich höre ja schon auf. So, bitteschön. Kann man schon mal machen. Also, der Daumen da oben. Aber hier sind bestimmt auch noch irgendwo Truhen. Das da sieht zum Beispiel äußerst verdächtig aus. Wir werden einfach mal schauen. Vielleicht ist ja kein Falkenbogen drin. Scheiße. Aber das aktiviert bestimmt nur den Knopf. Wir haben ein Falkenbogen. Elektrogroßschwert. Ein Elektrogroßschwert. Ist immer noch besser als Elektrogroßhandel zur Weihnachtszeit. Also, machen wir den hier aktiv? Nee. Fährt jetzt wahrscheinlich auch noch hoch. Warum haben die da jetzt kein Delay angebaut? Also Jan. Dein Name außerhalb des Internets ist leider offensichtlich, sagst du? SXÖ, ja, ist, genau. Das ist, also, Mutter ist mit Namen, also sie sagte dann, okay, pass mal auf, Christopher ist jetzt zu deutlich, da muss die andere muss jetzt irgendwie schön heißen. So war das damals. Und ich war live dabei. Oder eigentlich, es war, oh Gott, ey. Als meine Mutter meine Schwester bekam, das war ohne Scheiß, das war, glaube ich, das Schlimmste, was mir jemals ein Mensch angetan hat. Das ist jetzt, Gina ist 1998 geboren, also wie, Alter, bist du 20 dieses Jahr? Heilige Scheiße. Und das heißt, damals war ich dann 12. Und, also es war vor meinem 13. Geburtstag. Also 13.000. Geburtstag. Und,
Wir waren dann gerade, also ich war gerade mit Mutter dann in Dortmund Vater besuchen. Und wir waren auf dem Weg zurück nach Herne, ja. Und wir waren dann also auf der Autobahn. Das, keine Ahnung, Fahrt vielleicht, ich sag jetzt mal auf der Autobahn, ey, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten oder so um den Dreh für die Leute, die sich das gerade nicht einschätzen können. Und Mutter meinte dann ungelogen, mitten auf der Autobahn sagt sie dann, Junge, ich krieg die Presswehen. Und da sitze ich neben als 12-Jähriger und sage, ja, schön, danke, Mama. Ey, unschätzt, das war das Schlimmste. Ich hatte so eine Panik. Was soll ich machen? Also ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann irgendwie, keine Ahnung, das war zum Glück dann relativ nah dann schon an der Autobahnabfahrt, sodass das nicht mehr ganz so dramatisch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Schrein der hier war, oder? Das sind jetzt nicht zwei verschiedene, das ist der, ne? Ja. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus. Das war so, ich hatte so einen Schiss. Was machst du da? Ohne Scheiß. Und dann, keine Ahnung, zum Glück hat sie es dann irgendwie noch geschafft, runterzukommen von der Autobahn, noch nach Hause tatsächlich geschafft. Und da habe ich, keine Ahnung, Oma angerufen, Oma hat sie ins Krankenhaus gebracht und dann haben wir ins Krankenhaus gefahren. Und dann war das dann im Prinzip so, dass Ginale plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ich war gerade dann runter, unten in der Lobby vom Krankenhaus, Es war ein Hotelkrankenhaus, weil Ginas kommen natürlich nur in Hotelkrankenhäusern zur Welt. Und also da bin ich dann unten runter, haben alle Leute angerufen, kam hoch, da war Gina schon da. Also Gina ist ein sehr, sehr hektischer Mensch. Ja. Genau, Mutter bekommt Schwester, niemand hat mir je etwas Schrecklicheres angetan. Genau das. Das war fantastisch. Das war absolut fantastisch. Das werde ich ohne Scheiß nie vergessen. Ich will nicht wissen, wie die Angst muss aus meinen Augen rausgesprungen sein. Also das, heilige Scheiße. Aber wir haben es alle überlebt. Gut, Gina ist ein paar Mal vom Bett gefallen, aber merkt man ja fast nicht mehr. Kannst du dir vorstellen, was die gelitten hat, die ersten Jahre ihres Lebens. Kannst du dir vorstellen, was die gelitten hat? Unter diesem Monstrum namens großer Bruder. Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen bekommen. Fast. Ich sagte fast. Das war fantastisch. Also zumindest die Geburt war legendär sozusagen. Ach Quatsch. Nichts böse. Ich kann das ab. Kennst ja nicht anders. Dick-Dock-Hängebrücke, ja. Kaso-Schrein. Das ist ja auch, Kaso-Schrein, ja. Die Kaso funktioniert immer noch nicht. Die scheiß Kaso funktioniert nicht mehr. Also, ich war so glücklich. Ich war so glücklich mit Kasus. Und dann funktioniert Kaso nicht mehr. Ich war noch nie so betraurig. Nur noch, wenn du zu Besuch bist. Als Türshopper missbraucht. Ach, sowas werden wir noch nie tun. Sag Quatsch jetzt. Ich glaube, ist ja Quatsch. Jetzt ist, glaube ich, eins meiner Lieblingszitate aus Stromberg. Ohne Scheiß. Das ist Quatsch. Das ist so herrlich. Plötzlich Motorradrennen. Ja, nee, das kann man schon mal machen. Das ist gut. Energiesparlampe. Ja! Boah, danke dir, Alter. Dankeschön. Gina, die coolere Prozinte. Genau. Das ist sie. Deutlich. Deutlich unspürbar. Nee, stopp. Ich möchte gerne erstmal das hier haben. So, bitteschön. Aber die coolste Kunstsekte ist natürlich immer noch Frauke. Da kommt selbst Gina nicht vorbei. So komisch das jetzt vielleicht klingen mag. Das war jetzt aber kurz und schmerzlos. Das werde ich eher weniger brauchen. Ja, und das mal so. Ja, kannst du mal. Jetzt habe ich die wieder eingesammelt. Doch, dein Elektro-Großschmerz nicht haben. Gib mir lieber deine Wächterlanze. Wir sind doch längst über das Elektro-Großschmerz hinaus. Dachte ich. Genau, Samu als mein Sohn. Quasi der Sa- so so nochmal. Sa- Samu-Mann quasi. Das ist, der ist manchmal auch im Mond. Apropos, da hättest du ja gerade eigentlich ruhig mal für Blutmond sorgen können, um unseren Fortschritt zu gewährleisten. Herr Dr. Sohnemann. Weißt du? Kennt man ja, weißt du? Genau, und hier steht natürlich als Hausdrache. Echte Gui, hi, grüß dich. Tag war gut. Alles gut. Nix zu beanstanden. Nix quasi zu beanstanden.
Und dann, dann fluppt. Ich hoffe ebenso. Frau ist im Grunde eine lange entschwundene Schwester, sagst du? Wir sind ja nicht in Game of Thrones. Das werden wir nicht tun. Wir werden mit sowas nicht anfangen. Blutenbell ist immer gut. Blutenbell wollen wir immer erreichen. Du bist. Oh Moment, das stimmt. Wenn ich jetzt sage, du bist dann der Mann im Mond, der könnte also. Immer gebt mir ja nichts an, was ihr beide da so veranstaltet. Immer. Ja. Was ist bei mir die weibliche Linie? Hallo? Bist du die. Sie ist die weibliche Linie. Bitte? Ja, immer. Stets zu Diensten. Als eben diese. Oh, Temperament eines Pferdes. Wenn du von einem Temperament her ungeschümes Pferd beharrlich antreibst, wird es dich abwerfen. Wer sagen lassen, auf alten Pferden lernt man das rein. Gerüchten zu folgen. Wenn es dann auch noch wüst ist, dann. Meine Gott, verdammte Scheiße. Wieso nicht in der Zuschauerliste bist? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die brauchen wir wieder ein paar Minuten, um zu aktualisieren, was relativ geläufig ist. Oder du bist auf Dingsbums, auf Offline gestellt, ist auch möglich. Also, ne? Diese Sachen so. Diese Sachen sind in der, im Bereich des Möglichen. Ne? Das sieht relativ eindeutig da hinten aus. Da komme ich, wahrscheinlich finde ich den sogar. Das ist natürlich jetzt auch cool, dann schon mal einen Schrein in der Wüste erreicht zu haben, ohne stundenlang laufen zu müssen. Sehr fantastisch. Da hinten sehen wir schon den Nebel, da müssen wir auch noch rein. Das ist nicht der Blutenbild, das ist nur Sandsturm. Also, aber wir nehmen beides. Gerne. Sehr, sehr gerne. Da müssen wir später allerdings auch noch hin und das wird sehr, sehr fantastisch, weil ich dann keine Map zur Verfügung haben werde. Und ich mich in dem Spiel ja ohne Map schon fürchterlich gut orientieren kann. Und dann das Ganze nur ohne Map. Weil wir so gut sind. Haben wir gar nicht nötig. Hä? Weißt du? Einfach mal ans Gute im Krutz glauben. Die Liste am PC. Ja, das ist dieser lustige Knopf. Da ist da einmal unterm Chat ist das Mausrad und daneben ist diese komische Liste. Und da werden dann die freundlichen Damen und Herrschaften angezeigt, die sich im Chat zugegen befinden, sozusagen. So kann man das ausdrücken. Muss man nicht zwingen, aber kann man mal. Natürlich auch schön, dass eigentlich sollte ich den Schrein wahrscheinlich von da hinten gar nicht gesehen haben, aber. Weil, also anhand des Sandsturms interpretiere ich das zumindest jetzt mal so. Wobei, die Map wird mir noch nicht verschwommen. Mann. Doch jetzt. Na, dankeschön. kurz melden, ja. Ja, über so viel wie der rumflucht, ist ja fürchterlich. Das ist ja diese verdammte Zumutung. Grausam. Weil das war mal schlimmer. Hör auf jetzt. Ach, Dina hat gefunden. Na guck. Bei mir steht nur kurz melden. Sehr schön. Ja, wir wissen schon, was wir hier tun. Wir wissen, was wir hier tun. Und dann schreiten wir voran im Nun und so. Auch das. Ja, kauf mal über den Reflink. Danke dir. Bin ich für. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was die Anteile für Elektronik und so weiter sind. Aber das werden wir dann recherchieren und zeitnah bekannt geben und so. Und dann natürlich auch zeitnah zelebrieren. Es ist krass, dass die so teuer geworden sind. Wann sind Controller so teuer geworden? Das ist mir letztes Mal aufgefallen, dass die früher irgendwie, keine Ahnung, früher so ein Controller irgendwie 30 Mark gekostet, jetzt kostet die 70 Euro, Alter. Heiliger Gott, was ist das? Hier Strom? Hier ist Strom, okay. Oh, ich habe das Gefühl, dass das komplikatös wird. Ich habe das Gefühl, das wird komplikatös. Zähle ich jetzt auch schon als Norden? Falls ja, ist hier tolles Wetter. Aber es stimmt, das sind ja bei den Schwaben ist das ja so, dass das im Grunde genommen. Das ist im Grunde genommen alles nördlich von Bayern ist quasi der hohe Norden. Beziehungsweise ein Kumpel von mir sagte irgendwann mal, dass alles im Grunde genommen, alles was irgendwie im Westen Deutschlands liegt, ist Ruhrgebiet. Also der war dann im Grunde genommen Köln ist für ihn Ruhrgebiet. Das war fantastisch. Muss ich das jetzt irgendwie. Aha. Aha. Das heißt, ich kann jetzt dann. Das führt zu. Ich merke schon, das kann nur ausarten, was hier gerade passiert. Ich weiß hier, ich kenne mich hier. Ach, jetzt gerade, weil das passiert, wenn man mit dem Auge, nur mit einem Auge hinguckt, ist direkt verloren. Ah, jetzt. Der Standard-Switch-Controller? Der ist der Pro-Controller der Standard-Switch-Controller?
Also der hier? Das Ding hier? Oder gibt es noch einen anderen standardmäßigen? Standardmäßigeren. Was dazu noch gibt, weiß ich, ist dieses komische, dieses Ding, das man dann bauen kann mit den Joy-Cons. Das finde ich fürchterlich. Das liegt fürchterlich dämlich in der Hand, finde ich. Aber also mit dem Controller komme ich persönlich eigentlich ganz gut klar. Habe Vertrauensprobleme. Öffnete er sich halt einfach mal. Wo denn? Was macht er? Danke. Alles okay. Nur auf den Link klicken. Das ist dann noch so, dass diese URL dann, die steht dann beim Shoppen da auch nicht mehr, aber das reicht. Ich glaube, das ist sogar so, wenn man den genutzt hat irgendwie, dann ist der sogar 24 Stunden aktiv oder so. Also das hält recht lange. Also. Mondsäbel. Mhm. Wurde ich nicht mal angeschrien, weil ich den weggeworfen habe? Das heißt, ich kann jetzt quasi dann, wir können jetzt quasi revidieren und sagen, wir reparieren, indem wir revidieren und das Ding wegwerfen und dafür den Mondsäbel nehmen. Das können wir tun. Das ist wahrscheinlich eher das andere Ding von den Gerudo-Typen dann. Ja, das Ding geht weiter? Das Ding fährt weiter. Dankeschön. Adieu, auch. Die Joy-Cons alleine finde ich gar nicht so verkehrt. Nur dieser komische Kasten, den man da rummachen kann, womit man dann aus den Joy-Cons einen Controller machen kann, den finde ich irgendwie, ich weiß nicht, fürchterlich geformt. Aber vielleicht ist man auch schlicht und ergreifend erwöhnt. Erwöhnt. Auch das. Also das sind die Joy-Cons selbst, die kleinen Dinger, die finde ich gar nicht mal so uncool. Also ich meine, ich würde damit jetzt wahrscheinlich nicht stundenlang gegen ein Spiel spielen wollen, aber grundsätzlich finde ich die nicht so schlimm. Muss ich das Stromding wohl noch mitnehmen oder brauche ich das hier nicht mehr? Da hinten steht einfach eine Truhe. Stopp. Okay. Also hätte ich das Stromding mitnehmen müssen. Okay, ich wollte sowieso, oder er wäre jetzt wahrscheinlich sowieso nochmal zurückgegangen wegen der Kiste. Also ist alles okay. Nehmen wir das Stromding mit und dann passt das. Okay. Mhm. Balkenbogen lasse ich natürlich drin. Ist ja wohl klar. antiker Reaktor, okay. Nehmen wir auch natürlich gerne. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind nur in Anführungsstrichen für diese antiken Sachen da, die man in diesem lustigen Hateno-Institut. In diesem lustigen. Kommst du auch noch hoch wieder? Oder schlägt du? Ist es jetzt despawned? Warum würde man das tun? Warum? Da ist es auch nicht. Es ist runtergefallen. Kann ich das in die Hand nehmen, ohne dass es mich tötet? Ich kann es auch in die Hand nehmen. Ja, okay, das macht die Sache ein kleines bisschen einfacher, auch wenn ich damit ein bisschen langsamer unterwegs bin. Wir machen das einfach mal so. Und dann. Was ist hier? Was ist hier? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Doch, nehmen wir. Ja. Dieses Jahr schon ein richtiges Pokémon für die Switch? Weißt du, das kommt dieses Jahr schon raus? Kann ich mir. Ey, na gut. Allein bis zu E3 ist noch ein halbes Jahr. Wer weiß, was dann, was in dem halben Jahr alleine noch passiert. Also, keine Ahnung. Unmöglich ist es doch sicherlich nicht. Das wäre wahrscheinlich sogar nochmal ein Pokémon-Spiel, das ich mir wahrscheinlich angucken würde. Als, nee, scheiße. Als absoluter Pokémon-Anfänger. Ich bin mal gespannt, was die da für einen Grafikstil dann wählen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ob die dann dahergehen und das irgendwie realistisch, also fotorealistisch wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, wie das Spiel aussehen wird. Wenn es dann auf einer leistungsfähigeren Konsole rauskommt als die Handheld-Konsolen bisher. Was wir mal machen sollten, ein Let's Play mit einer Tanzmatte. Dark Souls, genau. Dark Souls auf einer Tanzmatte. Das wäre von der Länge her wahrscheinlich dann die einzig wahre Konkurrenz für Mario Maker. Das wäre. Boah. Allein die Vorstellung, Alter. Allein die Vorstellung. Ja, wir hatten ja sogar schon mal ein Pokémon. Das ist. Wir haben damals Sonne gespielt. Allerdings, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, irgendeine Ahnung von Pokémon zu haben. Also. Das wird dann wahrscheinlich, sagen wir mal,
den ein oder anderen fürchterlich zu Weißmut treiben, was ich dann da so treibe. Da bin ich mir sicher. Geht der Kram jetzt hier? Ist das das, was ich machen muss? Das sah jetzt irgendwie Da ist noch eine Truhe hinter, ist egal. Das sah jetzt irgendwie komplizierter aus, als das, als ich dachte. Ja, ich war wahrscheinlich ganz okay in Pokémon, was ich jetzt schätze. Was die Sache natürlich einfacher gemacht hat, war die Tatsache, dass sie die Elementschwächen da angezeigt haben und so weiter und so fort. Ich glaube, ich hätte mich da sehr, sehr viel schwerer mitgetan, wenn die in Sonne, also wenn die da nicht angezeigt worden wären. Also das alles auswendig zu wissen, aber allein einfach, weil ich zu faul bin, es auswendig zu lernen. Also das war immer so eine Sache, die Pokémon immer so ein kleines bisschen von mir weggetrieben hat, einfach weil ich weiß, dass da so viel hintersteckt, dass man erstmal wissen sollte, ansonsten Trial and Error. Also ich gehe mal davon aus, dass das derselbe Schrein ist, dass hier nicht noch irgendwas zwischen ist, oder? Oh, oder doch, da ist nämlich was. Zum Glück habe ich die Markierung nie weggemacht. Oder? Ich meine, dass die zwei relativ nah beieinander sind. Am Anfang von Breath of the Wild ist es Dark Souls. Ja, das Problem hatte ich auch. Das kann ich so bestätigen. Also als ich das Spiel angefangen habe, hatte ich echt das Gefühl, heilige Scheiße, das schaffe ich nicht. Also Breath of the Wild jetzt gerade. Weil da auch wirklich ohne Scheiß jeder bekommt mit drei Herzen und keiner Waffe, beziehungsweise einem dummen Stock oder was, die kriegst du nur aufs Maul. Also wirklich, aber auch ausschließlich. Das war schon, also, das war tatsächlich, ich empfand das auch als recht harten Start. Gerade für Zelda-Spiele waren jetzt also nie zwingend die einfachsten Spiele. So im Vergleich zu Kirby jetzt beispielsweise. Also, aber den Eindruck hatte ich auch. Das fiel mir anfangs auch sehr, sehr, sehr schwer. Also. Nicht. Die Elementschwächen hat man schnell raus. Sind meist logisch. Ja. Das ist oft so, das ist richtig. Also es gibt welche, die da logisch waren, ja. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass auch Sachen bei waren, die für mich absolut keinen Sinn ergeben haben. Wie, keine Ahnung, zum Beispiel, ich weiß gar kein Beispiel, aber einige Sachen, keine Ahnung. Ich empfinde das persönlich einfach als Person, die allerdings auch, wie gesagt, vorher noch nicht ein einziges Pokémon jemals gespielt hat, ne. Das darf man aber nicht vergessen. Wenn man das Jahre macht, klar, kennt man das irgendwann auswendig, ist logisch. Als Person, die noch nie auch nur eine Sekunde Pokémon-Spiel gespielt hat vorher, also abgesehen von einmal Pokémon Rot, um zu testen, wie so ein Pokémon-Spiel grundsätzlich funktioniert, sehr, 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 sehr viel aufzusaugen, weißt du? Und dann, was man dabei auch nicht vergessen darf, ist, dass Pokémon eine sehr, sehr intensive Community hat. Also, das... Ohne Scheiß, da ist ja schon fast Panik. Teilweise. Oh, nicht, dass der Namen falsch ausspricht, da wirst du wieder angeschrien, und was ist das, weißt du? Ich empfinde Pokémon als sehr, sehr, keine Ahnung, wenn es jetzt Essen wäre, würde ich sagen mächtig. So in die Richtung, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Die du bei mir nicht gesehen hast, Undertale und Pokémon. Ja, in der Tat. Ja, letztens schon überlegt, was wäre, wenn wir einfach kurzfristig Undertale spielen und Falke, keine Ahnung, hat dann irgendwie keine Möglichkeit auszuschalten. Da muss er Undertale gucken. Wir nötigen Falke jetzt einfach dazu, Undertale zu gucken. Yes! Das ist der Plan. Das ist der Plan. Ja, das mit dem Pushen und der Community, das ist so eine Sache. Es ist halt 50-50, ne? Also wenn du die richtigen Leute dabei hast, dann ja, klar. Allerdings kannst du natürlich dann auch dann irgendwelche Leute dabei haben, die das genaue Gegenteil tun. Und dann kann das... Mifa, apropos. Dann kann das schon ziemlich, keine Ahnung, frustrierend werden, denke ich. Aber, also wir hatten da Glück, also passt dann schon. Und das Ding. Auch das Ding. Ja, das ist ja fantastisch. Das wollen wir uns dann jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Und dann mal schauen. Aber wobei, kann ich mir das jetzt angucken? Oder brauche ich da irgendein Equipment für? Weiß es gar nicht. Hey, du da, nicht aufgeben, durchhalten. Ja, lass mal machen, dann durchhalten wir mal. Und beugen und strecken. Das ist unser Abhärtungsarena. Hier lassen wir drei Brüder unseren Ausdauerhärtetest stattfinden. Hier brennt die Luft. Wir wollen noch härter werden. Verstehe schon. Deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Dass ein Goron so schwitzen kann. Obwohl wir Goronen sind, vertragen wir Hitze nicht besonders. Ach, echt? Wir wollen mal eine andere Hitze als die in Goronia ausprobieren. Daher sind wir zum Abhärten hierhin gekommen. Was ist mit dir? Mach mit!
Bei unserem Ausdauer-Härtetest. Ich probier's dann mal. Starke Antwort. Ein Kerl wie du ist ein ganzer Kerl. Ja, sehr. Kann ich jetzt irgendwas, ich muss jetzt, wenn du soweit bist, kletter auf die Arena, dann kann der Ausdauer-Härtetest losgehen. Ja, mein Härtetest. Ja, weil ich gerade zufällig die Herzen vom Mifa übrig habe. Wenn du aus der Arena kletterst, wegfliegst oder gar schlapp machst, dann verlierst du. Und jetzt legen wir los. Ausdauer-Härtetest! Muss ich einfach nur hier stehen? Kann ich jetzt eine Rüstung anziehen, die irgendwas hilft? Soll ich eine Rüstung anziehen, die irgendwas hilft? Ich weiß nicht, was... Warte mal. Ich finde das bestimmt fantastisch, wenn ich irgendwas sage. Ne? Das bringt nichts. Okay. Mhm. Muss ich jetzt einfach nur warten? Ich verliere jetzt langsam Herzen. Da winkt jemand. Wo? Entschuldigung, wer steht hinter mir? Ich muss durchhalten. Ich muss jetzt nur hier stehen, oder? Ich muss nur hier stehen und warten, ja? Mehr geht nicht. Da muss ich jetzt alle drei besiegen. Mhm. Oh, Opa, bist du das? Also jetzt wird's aber ein bisschen persönlich hier, oder? Also das muss ja nun nicht sein. Adieu. Adieu. Was für freundliche Herrschaften. Ach, die behalten wir. Mama, dürfen wir die behalten? Du bist hart wie Diamant. Hätte nie gedacht, dass uns jemand schlägt. Hiermit verleiht dir das Recht, dich dem Ausdauerhärtetest auf der höchsten Stufe zu stellen. Dabei haben sich früher unsere Vorfahren abgehärtet, dabei auch. Es erwartet dich den Händen der Härtenherden. Ja, dann lass mal machen, Alter. Dann, Mama, siehst du den Bereich mit den Flammen hinter mir? Welchen denn? Dein Instinkt sagt dir, dass das eine blöde Idee ist, oder? Da würde ich sagen, du hast einen spitzenmäßigen Instinkt. Für den ultimativen Ausdauerhärtetest musst du in die Arena klettern. Diesmal legen wir noch ein paar Kohlen drauf. Jetzt geht's nicht mehr gegen Hitze, jetzt spielst du mit dem Feuer. Wenn du nicht aufpasst, gehst du in Flammen auf, also bereite dich gut vor. Das heißt, wenn man dort oben beweist, dass man abgehärtet ist, kann man sich einer Heldenprüfung stellen. Wenn du hart genug bist, dich dem ultimativen Ausdauerhärtetest zu stellen, dann kletter rauf. Was ist das? Du besitzt feuerfeste Rüstung? Auf solche Hilfsmittel sollst du dich nicht verlassen. Stell dich der Hitze so, wie du bist. Das muss ich jetzt nackig machen. Yoshi? Füße still. okay, warte mal. Da. Muss ich mich jetzt wirklich komplett ausziehen? Wir machen mal einfach. So. Guck. Ihr brennt hier wirklich alles. Nee, Moment, stopp. Wenn du dort oben stehst, dann meinst du es wohl ernst. Die Regeln sind dieselben. Wenn du die Arena verlässt, wegfliegst oder so schlapp machst, ist Schluss. Und jetzt legen wir los mit dem ultimativen Ausdauer. So, also. Zunächst müssen wir, bevor wir weitermachen, Waffen wechseln. Weil die wollen wir ja nicht kaputt machen. Wir nehmen das Ding. Den natürlich deutlich härteren Falkenbogen. Moment, stopp, was verbrennt der jetzt noch? Arsch. Stopp. Das brennt nicht. Das brennt auch nicht. Und das brennt auch nicht. Erzähl mir doch keinen Quatsch. Soll das so sein? Oh, das macht aber viel Schaden. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie lange das dauert, ne? Kann ich das jetzt einfach mit Healing-Items schaffen? Ich habe ja noch welche. Hoffe ich. Ja, wir haben nur Healing-Items. Okay, wird schon funktionieren. Meine Seele brennt. Ja, nee, ist okay, Mr. Gorone. Der Rest im Inventar brennt, alles ist weg. Du hast Feuer, ja, das ist korrekt. Das würde ich quasi so stehen lassen. Dafür bin ich aber oben ohne. Also so schlimm kann es ja quasi gar nicht sein. Jetzt alles erreicht. Das ist jedes Mal ein Herz, ein halbes Herz pro Tick, okay? Wir nutzen jetzt mal einfach das hier erstmal, in der Hoffnung, dass das reicht. Man kann das nicht einfach mit Healing-Items? Heilige Scheiße. Ja, der arme Link, der trifft ganz gut. Der arme Typ, das macht alles nur um so einen Schrein dazu. Ding, überleg mal. Wir sind ein armer Kerl. Grüß dich, Falke. Hi. Ja, stimmt. Warum habe ich jetzt Hi gesagt? Weiß ich auch nicht so genau. Das ist jetzt die Frage. Jark! Großartig. Was für ein Kerl. Was für ein Kerl. Plötzlich erscheint natürlich ein Schrein. Weil wir ein echter Kerl sind. Yes. Gillette. Für das Beste im Mann. Sagt der Typ, der sich deutlich so häufig rasiert. Ja, also jetzt, das Kind beim Namen nennen. Ein Schrein, die Heldenprüfung. Also ist die Legende wahr.
Du bist der Sieger der Ausdauerhärtetests. Du bist der Beste der Besten. Ah, sagt er und starb. Nee, ist gut. Warum auch nicht? Okay, okay. So, ist das jetzt ein geschenkter Schrein oder muss ich jetzt tatsächlich auch noch Sachen bauen? Muss ich jetzt auch noch. Wahrscheinlich kommt hier. Bitte was? Achso, Frau wurde von Katzen, von Katzington erschrocken. Ah, sehr schön. Aber ich schätze mal, dass jetzt so ein Roboter kommt, ne? So nennt man die Leute in Fachkreisen. Roboter. Ist es ein Roboter? Ist es nicht. Das ist nur ein ganzer Schrein. Und dann auch noch einer mit Motion Controls. Spiel. Spiel, das ist nicht sehr nett. Was muss ich tun? Ich hab alle aktiv. Gib mir. So, ich hab geschafft. And it burns, 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 in der Tat. Then ring of mine. Ich hab einen Ring um meine Eier. Wir haben zu viele Details und the flames went higher. And it burns, burns, burns. That ring of fire. Zu schreit mir am schnell mit dem Bartlook ab und rennt wahnsinnig lachend. Ich bin dafür. Warte mal, Moment. Das Ding ist ja wahrscheinlich nicht umsonst, ne? Ach, das macht das runter. Das macht jetzt den dann hoch, oder what? Ist das jetzt toll? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich es machen muss. Moment. Nee. Ja, aber da habe ich ja immer nur einen davon aktiv. Moment. So. Dann so. Jetzt aber dann schnell. Das funktioniert? Nee. Moment. Wenn ich das so positioniere und dann auf den Schalter gehe. Jetzt muss es funktionieren. Das ist ja wieder anders, falsch rum gedacht. So, jetzt muss es funktionieren. Das muss jetzt. Ja, okay. Falsch rum gedacht. Nehmen wir gerne. Gott, wie peinlich. Gruß an Frau Können. Alles gut. Gruß zurück. Warum ist die Tür wieder zugegangen? Ah, shit. Hätte ich es einfrieren müssen. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja. Ich gehe ja schon. Dann muss ich direkt wieder anschreien. Ach, Moment. Den haben wir auch noch gefunden. Ist das von hier aus? Nee, schaffe ich nicht. Scheiße. Welch wunderschöne Cheer-Emotes quasi. Warte mal. Das muss ja jetzt also. So. Dann. So. Ja. Und dann darf ich jetzt. Dann dürfen wir gehen. Dann dürfen wir gehen. Sprint. Bitte schneller, das wird knapp. Noch ein Rätsel. Ach, ist aber auch mal gut. Aber das sind wahrscheinlich jetzt die ganzen Elemente, ja? Das sind die Elemente. Was macht der Schalter? Er macht das runter. Happy Birthday! Ja, sicher, Alter. Danke dir. Ist hier irgendwas, wo ich das festmachen kann? Oder muss ich das wieder mit dem. Mit dem Zauberspruch. Also, wir nennen sie es mal einfach Zauberspruch. Das ist lore-technisch wahrscheinlich der größte Schwachsinn, den jemals ein Mensch von sich gegeben hat, aber das macht gar nichts. Ja. Aber bis das aufgelöst ist, bin ich ja gar nicht hier runter. Das ist das Problem. Moment. Ich kann das Ding natürlich dann wieder so stellen. Ich muss alle anzünden, ne? Aber ich kriege ja den nicht mal mehr angezündet. Ah, jetzt. Ja, Moment, aber ich kann ja dann. Geht das? Nee. Komm aus dem zweiten Loch? Was kommt aus dem zweiten Loch? Es geht im Leben nicht so gut, wie sie es gerade versuchen. Sagt er und versucht es selbstverständlich trotzdem. Merkst du selbst, ne?
Motion Controls sind. Ich hasse es, ey. Ohne Scheiß, ich hasse es. Okay. Ich bin überrascht davon, dass die andere da unten gerade nicht ausgegangen ist. Also, das Ding ist, habe ich die an. Aber ich muss ja die anderen auch noch ankriegen. Das ist das Problem jetzt eher. Jetzt ist. Boah, die andere ist noch nicht ausgegangen. Warte. Beenden. So. Moment, was ist, wenn ich jetzt ganz doof? Ist mir jetzt egal. Wir nehmen es mal einfach so. Gut. Natürlich, genau. Ich weiß auch nicht, was da für Geräusche waren. Aber das war natürlich genau die Art und Weise, wie die wollen, dass man es löst. Und dafür wird ein Like-Button kaputt. Bisch, kloppen, Alter. In den Kommentaren. Ja, wie denn die richtige Lösung? Also, es war ja die richtige. Was wäre denn die falsche gewesen? Und natürlich ansonsten auch die größte Prüfung, die wir jemals vollbringen mussten. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Adieu. Wir machen was Neues heute, oder? Mhm.